Ja, huhu, hier wieder beim Quali und einer neuen Runde DSA 5, dieses Mal mit Klingen der Nacht. Ich spiele wie immer nicht alleine, sondern ich spiele mit vier illustren Gestalten zusammen, nämlich zum Beispiel mit Feda. Die spielt Ikayu, eine nivesische Streunerin. Ich bin mit, sicher? Sicher? Also, ja? Meistens. Eigentlich warst Okay. du fast immer dabei bisher. Nee, immer, glaube ich, sogar. Ja, und dann haben wir noch den guten Lothir, ein Ifrit-Geweihter mit ziemlichem Hang zum Schnee. Wie sollte es auch anders sein? Ganz wenig, ganz wenig. Ja, und Leopardin 202 spielt Ilva, eine Fjarniger Stammeskriegerin. Guten Abend. Last but not least, der Pölle als Goswin, ein Lowangener Verwandlungsmagier. Jawohl. Ja. Hallo. Und diese Gruppe ist unterwegs im Norden Aventuriens, im Rennstrecke schon wieder draußen. In der Bernsteinbucht im kleinen Dorf Friesow, was ihr auf der Karte vielleicht etwas erkennen könnt. Und so sieht das kleine Dorf aus. Und ja, in dem Dorf haben sich allerlei illustre Gestalten herumgetrieben, mit denen unsere Helden interagiert haben. Und beim letzten Mal, beziehungsweise schon beim vorletzten Mal, beim letzten Mal ist es nur zu Ende gegangen, aber beim letzten Mal, vorletzten Mal wurde das Dorf angegriffen, aber vielleicht erzählen die Helden das dann selber, was irgendwie passiert ist in Friesow. Beim letzten Mal zumindest. Ja, kein festgelegter Resümee macht, deswegen freiwillige vor. Ja, wir haben Ja, ausgegeben, wir ne? wurden angegriffen und wir haben den Arsch versohlt bekommen. Aber so richtig. Also die drei, ich nicht. Weil ich bin ja schlau. Ich kletter ja nicht auf Häuser mit Spinnenwesen oder riesigen Krampfviechern oder laufe in dunkle Nebel oder was habt ihr alles noch angestellt? Ja. Jetzt ist das Dorf in Schutt und Asche. Niemand weiß, wie wir über den Winter kommen sollen. Ja. Ich habe gehört, der Halbelf steht auf andere nackte Elfen, weil der zieht jetzt seit neuestem allen die Rüstung aus und ja. Irgendwie komische Elfentradition, das weiß ich. Ja, fassen wir Und mal ihr nicht. zusammen, das Dorf wurde von merkwürdigen elfischen Gestalten angegriffen, die in dunkle Rüstung gekleidet waren und merkwürdige dämonische Chimären mit sich hatten. Harpien und Wesen halb Elf, halb Krabbe und so etwas. Und halb Elf, halb Spinne. Und die das Dorf aus dem Dunklen heraus angegriffen haben und fast bis, ja, eigentlich komplett niedergemacht haben, bis auf den Effa-Tempel, in dem sich die letzten überlebenden Dorfbewohner noch zurückziehen konnten und bis zum letzten Mann es verteidigt haben. Und als die Elfenwesen, die anscheinend keine richtigen Elfen sind, sondern irgendwas anderes, sich wieder zurückgezogen haben, habt ihr als Helden dann ja quasi die Überreste des Dorfes am nächsten Tag, das ganze Ausmaß der Zerstörung gesehen und das Dorf ist einfach nicht mehr, also die Stadt ist es ja schon für die Verhältnisse hier im Norden, nicht mehr bewohnbar, zumindest für den Winter, der jetzt ansteht oder schon eingebrochen ist. Das heißt, die restlichen Überlebenden, die ganzen Verletzten und die noch gehen und normal sich bewegen können, müssen fliehen, einen Flüchtlingstreck machen und irgendwohin reisen, wo sie den Winter zumindest erstmal verbringen können, bevor dann vielleicht im nächsten Jahr das Dorf wieder aufgebaut werden kann oder die Stadt. Ja, nicht zu vergessen, dass Sicario ja die Kinder vorher noch rausgeschleust hatte, währenddessen und sie auch gefunden hat und gesund bergen konnte. Das sollte man ja nicht vergessen. Genau, ein Großteil Ja. der städtischen Kinder hat Ikayu gerettet, genau, vor den Angreifern.
Ilva hat sich heldenhaft in die Attacken der Dunkelelfen reingeschmissen und hat es teuer bezahlt, fast mit ihrem Leben. Goswin hat einen richtigen Elfen, einen Firnelfen, beim Kampf beobachtet gegen einen von diesen anderen Elfenwesen und hat ein magisches Amulett von ihm geworgen. Und Lothir war auch sehr heldenhaft, indem er auch ein Kind aus den Flammen eines Hauses gerettet hat. Ja. Und ja. Nun steht es an, die reiche Igeljov-Familie, die so ein bisschen das Sagen hat in der Stadt, haben angefangen, schon Stimmung zu machen, in welche Richtung denn es jetzt gehen soll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wohin man als Flüchtlingstrack sich jetzt bewegen könnte. Das Kaiser Gerbald Fort könnte man, also in ein militärisches Fort des Mittelreichs könnte man fliehen. Man könnte auch in Lothirs Heimat fliehen und Ikarius Heimat, ne, in das kleine Städtchen, na, wie heißt es noch? Ich bin mal eben auf die Sprünge. Frigorn, genau, das am Blauen See gelegen ist. Oder nach Farlorn, das ein bisschen weiter südlich ist. Allerdings gibt es da Bedenken, weil diese beiden Städtchen halt auch schon ziemlich klein sind im Vergleich zu Frisov. Und ob die so viele Menschen aufnehmen und über den Winter bringen können, ist halt auch noch die Frage. Und die nächstgrößere Stadt, die auch Leute aufnehmen könnten und in denen man auch sehr gut geschützt wäre gegen eventuelle neue Angriffe, weil dort Prajos-Geweihte und vor allen Dingen auch Bandstrahler sind, ist Glündhaven. Da sollten wir hin! Außerdem haben die Igeljovs dort Verwandte. Eine weitere Option wäre Steinhaf. Allerdings müsste man dadurch, wenn man dahin will, durchs Gebirge. Was ein bisschen, ja, anstrengend wäre vielleicht. Ja, aber das war ja für uns alles weniger interessant, weil unser Elf hat ja irgendwie beschlossen, wir gehen jetzt den Nebelkönig suchen. Ja, genau. Ihr hattet, bevor dir das Dorf angegriffen wurde, hat der der Firnelf euch erzählt von dem mystischen Wesen, dem Nebelkönig, der auf der Halbinsel Niku wohnen soll. Und es ja, kennt auch alle mehr oder weniger so ein paar Sagengeschichten über diesen alten grauen König, der dort leben soll. Manche sagen, er wäre halb Feenwesen, halb Mensch. Es gibt sowohl düstere als auch ziemlich helle und freundliche Geschichten über ihn und seinen Nachwuchs. Ja, für Ikayo, die ja mit dem Nivesischen etwas mehr vertraut ist, gibt es so Sagen und Legenden, dass eine Tochter dieses grauen Königs sich mit einem der göttlichen Wölfe zusammengetan haben soll. Und ja. Da wollte dieser komische Firnelf hin, weil er dort irgendwie mehr Rat über sein magisches Artefakt suchte. Und ja. Die Frage ist jetzt, wollt ihr den Flüchtlingstreck begleiten oder wollt ihr auf eigene Faust losziehen und diesen König suchen? Das müsstet ihr noch entscheiden. Und es stand noch die Frage an, ob wie man mit diesem ganzen Metall, das die ganzen Leichen der komischen schwarzen Elfen mit sich gebracht haben, dieses schwarze Metall und der Schwerter und Rüstung, wie man jetzt damit umgehen soll. Und Goswin wollte, glaube ich, auch noch die Leiche des Firnelfen durchsuchen, ne? Oder suchen im Getümmel und... Ja, genau. Ja. Ja, das müssen wir jetzt erstmal erörtern, ne? Also... Ich habe ja so ein bisschen angezweifelt, dass es diesen Nebelkönig gibt. Ja, aber jetzt gibt es auch plötzlich halbe Krabben und Dinge, die Feuer speien. Also möglich ist es auf jeden Fall. Außerdem die Vision deutete ja auch, dass da ja noch mehr ist. Naja, die Vision war ein Elf, der am Uferstand und
Licht, glaube ich. Irgendwie sowas war das. Zumindest erinnere ich mich daran. Aber auch die schwarze Flut. Ja, aber die haben wir ja jetzt überstanden. Hoffe ich. Ich glaube nicht, dass das überstanden bedeutet. Sie sind abgezogen zumindest, ja. Ja. Aber sie sind nicht weg. Also für Lothir steht fest, das war eigentlich nur der Anfang von etwas viel Schlimmerem. Das war ein Austesten von Möglichkeiten. Naja, und was den Nebelkönig angeht, die Erfahrung zeigt, dass normalerweise Elfen eher nicht glauben, dass es etwas gibt. Wenn sie dann davon überzeugt sind, dass es mal etwas gibt, ist es durchaus wert, der Spur zu folgen. Ja, aber was genau wollen wir ihn denn fragen? Also dieses Himmelslicht war ja jetzt nicht besonders hilfreich im Dunkeln. Vielleicht weißt du nur nicht, wie es funktioniert. Wenn man ist es ein magisches Artefakt, das durch ein Codewort geschützt ist. Sesam, öffne dich! Habe ich mal gehört, das soll funktionieren. Mhm. Nein? Okay, dann nicht. Du hast noch einen Hybrid versucht. Und nämlich kommt der sowieso nicht zur Rande, also kann ich euch nicht alleine lassen. Schön! Melon! Lothir, ich mag dich auch sehr gern, aber... Das bedeutet... wir brauchen noch ein paar Schlittenhunde, Verpflegung und eine Richtung. Ja, die Richtung ist doch klar. Ach ja? Dahin. Er deutet aus der Stadt raus. Ich korrigiere so ein bisschen seinen Arm Richtung Nord. Westen. Siehst du, ich bin ein laufender Südweiser. Mhm. Grinst. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwie aushandeln kann, dass wir ein paar Vorräte bekommen. Ansonsten müssen wir auf unser Jagdglück hoffen oder verhungern. Dein Vertrauen stärkt mich wirklich sehr. Also, Ikar, ich muss dir sagen, du baust mich heute wieder so auf, ich weiß gar nicht wohin. Beim letzten Mal hat übrigens Ilva ja auch schon Vorräte und Zeug gesammelt. Ne? Also hatte dicke Wollmützen und Schäle. Schäle? Sagt man Schäle? Schals? Schäle. Ja, vielleicht. Schäle. Blutgenuss. Schalen. Ah, nee, warte, das war was anderes. Ja. Da kann man ja draus trinken, weißt du? Im Notfall, aus so einem Schädel. Ne? ja, genau. Ich habe ein bisschen was gesammelt. Ich habe Mützen, Schals, Handschuhe, Töpfe, Pfannen, Werkzeuge sowie Eispickel und Hammer und Hundeschlitten ohne Hund davor gefunden. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Hunde, weil Leska kann das nicht alles alleine ziehen. Aber weißt du, Lothir, wenn du mir dein Geheimrezept verrätst, wo du deinen positiven Optimismus hernimmst, nachdem ungefähr 2/3 unseres Dorfes ausgelöscht wurden und wir vor einem echt harten Winter stehen, ohne zu wissen, ob wir den irgendwie überleben, dann stelle ich mich wahrscheinlich hinter dich und sage, ja, wird alles gut, garantiert. Alles klar, pass auf. Aber ich möchte daran erinnern, dass ihr in dieses Lagerhaus reinrennen wolltet, wo dieser Haufen Elfen war. Das war vor ein paar Stunden. Lothir geht dann so auf die Karte zu, umarmt sie, dreht sie dann in die Richtung, wo Goswin gerade seinen Arm hingedreht hatte. Ich werde jetzt das große Geheimnis verraten. Bist du bereit? Hau raus. Er holt eine Schwanenfeder raus und hält sie dir vor die Nase. Unglaublich. Dass du jetzt auch meine Schwanenfeder genießt. Du hast mich in der Nase gekitzelt. Das ist die Richtung. Wenn du mir nicht bis hier in die Nase steckst, dann werde ich auch nicht niesen. Du hast ein göttliches Artefakt beschmutzt. Du hast es mir in die Nase gesteckt.
Ich verstehe allmählich, warum deine Hoffnung gerade schwindet. Ist ja unfassbar. Ikaio, ja. Darf ich dir zwei Dinge sagen? Vielleicht ist davon eins eine Antwort. Vielleicht. Das ist ein Himmelslicht und es leuchtet? Also erstens, positiver Optimismus ist doppelt gemoppelt. Optimismus ist immer positiv. Zweitens, das Schöne ist, wenn du eher pessimistisch unterwegs bist und Lothi eher optimistisch, dann gleicht ihr euch super aus. Du musst mitkommen. Wir brauchen deine Stimme. Ihr braucht vor allem meinen Hund. Und jetzt werde ich mal gucken, ob ich noch ein paar auftreiben kann. Na, mit Stiefel die Kajo los. Oder mich sind die eher aufgeschmissen. Ich kann ja nicht mal ein richtiges Iglu bauen. Genau. Sie werden so schnell erwachsen. Das habe ich gehört, alter Mann. Solltest du auch. Ja, Ikaio geht Hunde suchen. Herrenlose Hunde, und, Hunde, die ihre Herrchen verloren haben. Ja, du staffst davon und ja, hinter Lothir macht sich gerade irgendwie, kommt aus einem der Trümmerfelder auf zwei Krücken gestützt, ja, eine Frau bahnt sich den Weg zu Lothir rüber. Lothirs Freundin Nirala. Hey, du solltest doch im Bett bleiben. Mir geht's schon wieder gut. Ich muss helfen. Ganz, ganz offensichtlich. Was denn? Wird wohl was geben, was ich tun kann. Du bist total gut in Zuversicht spenden. Siehst du? Das kannst du aber auch im Effer-Tempel. Ach, da ist mir so voll und ich muss mal raus. Es ist frische Luft schnappen. Außerdem wollte ich nach dir gucken, weil du bist ja auch nicht im Effer-Tempel. Okay, erwischt. Sie lächelt. Wir werden bald aufbrechen. Wohin? Um einer Legende nachzugehen und um vielleicht mehr über diese komischen Wesen auch herauszufinden. Wollt immer noch zu diesem König, wo der Firnelf euch hinschicken wollte? Ja. Also bleibt ihr nicht als Schutz bei uns? Ich habe gehört, die Igeljovs zahlen 5 Silbertaler pro Tag. Ja, die haben es ja auch. Ja, schaut rüber zu einer eingestürzten, zu einem eingestürzten Lagerhaus. Ja, nicht so viel, nur auch wieder nicht. Naja, das ist wohl so ein Investitionsgedanke, weil die Stadt aufzubauen, würde sie mehr kosten. Angeblich wollen sie im Frühjahr wieder herkehren und wirklich alles wieder aufbauen. Ja, das, also da würde ich gerne bei helfen. Beim Wiederaufbau. Hey, gestern wolltest du noch, dass wir uns nach Frigorn absetzen. Ja, Frigorn, es gibt jetzt mehrere Orte wieder, die zur Auswahl stehen. Aber natürlich kann ich die ganze Stadt nach Frigorn, dann platzt die aus allen Nähten, aber du kannst bestimmt mit ein paar dorthin. Schaut so an sich runter und das fehlende Holzbein. Ich glaube, ich bleib lieber bei Leuten, wo ich mich sicher fühle. Ich kann versuchen, dir noch Neues zu machen. Naja, Holz gibt's ja jetzt hier genug. Aber so ein richtiger Ersatz, das dauert, glaube ich. Weißt du noch, wie lange das gedauert hat, bis das andere gepasst hat, wie ich es wollte? Ja, 3 Monate. Könnt ihr so lange warten? Ich glaube nicht. Nein, vermutlich nicht. So lange tun's die hier auch und klopft sich so auf die Krücke.
Ruth überlegt gerade, ob sie mit dem Bein aus dem Dubium laufen könnte. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. 3 Steine in Durium, mach irgendwas draus. Was? Naja, Schmuckherstellerin ist sie schon mal. Also mit Metall umgehen kann sie zumindest. Ob sie es in dem Sinne jetzt kann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs sein werden, aber ich habe es dir versprochen, ich komme zurück. Ja, das hast du. Jetzt Frage ist halt nur, wohin zurück? Guckt sich nochmal um. Naja, also egal, wo du... Egal, in welchem der 3 Städtchen du dann sein wirst, da werde ich dich schon finden. Du bist eine sehr auffällige Erscheinung. Ah, deine Komplimente sind die besten. Zuck so ein bisschen die Schulter. Ich meinte jetzt tatsächlich eigentlich deinen sprühenden Charme. Genau, den habe ich gemeint. Ach so. Und du bist schön wie das Polarlicht. Aha. Jetzt guckst du mit den Schultern, ich kann so was sehen. Das weißt du. Gut, ich gehe dann mal schauen, was ich noch machen kann. Vielleicht spiele ich was mit den Kindern. Das hat Ikayo ja eben auch schon mal gemacht. Oh ja. Tschüss. Er legt dann noch mal kurz, dann geht er zu ihr und so würde ihr einen Kuss geben. Ja, sehr schön. An dieser Stelle... Entschuldigung, Lothar ist die totale Flatmatte. Der Chat wollte das auch schon, ja. Die hast du sicher, Lothar. Ich wollte ja erst Unfähigkeit Gesellschaft nehmen, aber... So. Passt auch so. Vergiss nicht, dass du versprochen hast, sie zu heiraten, wenn du zurückkommst. Oh ja. Ja, ich hab's gesehen und gelesen und nicht vergessen. Ja, ich laufe derweil durch das Dorf und plane murmelnd, was ich alles brauche für die Reise. Hier, da. Mhm. Nornara ist doch bestimmt auch noch, also steht deren Hütte noch, oder? Nee, ist auch halb eingestürzt. Aber Nornara lebt halt noch und ihre kleine Auszubildende auch. Wie hieß sie noch? Gut vorbereitet wieder. Moment, ich könnte das Google doch mal aufmachen, ich Idiot. Ich hab den Namen aber auch schon wieder vergessen. Wo ist denn unser Google Doc? So. Vika heißt sie. Genau, die sind schwer beschäftigt. Und besonders Vika ist ja sehr klein und agil und läuft immer zwischen den einzelnen Betten hin und her, die da so hilfsbedürftig aufgestellt sind und macht sich äußerst nützlich. Und am Eingang des Ephraims-Tempels auf so einem Steinblock, wo irgendwann wahrscheinlich mal irgendwas, so eine Heiligenstatue oder sowas draufgestanden hat, sitzt Warzerich und bewacht den Eingang. Dann werde ich erstmal auf Warzerich zugehen und ihn lieb grüßen. Hallo Warzerich! Quark! Ich sehe, du hast den Umständen entsprechend gute Laune. Quark. Habe ich mir auch gedacht. Und dann gehe ich an Warzerich vorbei und suche mir Nornara, damit ich sie anquatschen kann. Ja, wie gesagt, die ist da irgendwo, wird wahrscheinlich gerade irgendwie ein Verband neu
ausstatten, irgendwie wechseln. Ja, und ich nehme sie mir mal zur Seite. Nara, kann ich kurz mit dir sprechen? Sicher? Fehlt dir was? Nein, mir fehlt nichts. Ich wollte dich fragen, was sind eigentlich deine Pläne? Gehst du mit den Irgelofs mit? Hast du sonst irgendeinen Plan? Ich hatte vor, mit ihnen mitzugehen, ja. Ich weiß nicht, ob ich dann immer da oben bleibe. Da sind ziemlich viele Bandstrahler und so, aber für den Winter wird es wohl reichen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich habe eine Vermutung. Sag mal, Nonara, wie gut, sei bitte ehrlich, kennst du dich mit Magie aus? Naja, schon ein bisschen. Du kannst dir vorstellen, dass die Rüstung dieser Elfen, die uns attackiert haben, wahrscheinlich verzaubert sind, oder? Die Idee ist mir noch nicht gekommen, aber ich bin jetzt auch nicht so der Experte für Rüstungen. Also ich habe die Befürchtung, dass sollte irgendwer diese Rüstung mit zu den Bandstrahlern nehmen. Naja, du kannst dir vorstellen, wie Bandstrahler mit magischen Artefakten umgehen. Ich halte es aber für sehr, sehr wichtig, dass wir in irgendeiner Form Erkenntnisse über diese Elfen sammeln können. Und das ist bei den Bandstrahlern total vertan. Und da wir ja vorhaben, nach Norden zu ziehen, würde ich diese Rüstung... Wir ja auch. Also Glinthaven ist ja im Norden. Das wäre meine Frage gewesen. Hast du irgendeine Idee, wie wir diese Rüstung in Richtung Riva oder Norburg kriegen? Zumindest ein bisschen auf die Karte. Das ist ja nur in die entgegengesetzte Richtung. Also, wenn du jetzt schon ehrlich fragst, ich habe überhaupt keinen Bedarf daran, irgendwelche magischen, elfischen, merkwürdigen Rüstungen irgendwie zu untersuchen. Vergrab sie und keine Ahnung was. Wesen, und wenn diese bösen Wesen hier etwas hinterlassen haben, sollte man vielleicht nicht zu viel damit anstellen. Naja, aber jetzt mal die weiterführende Frage. Was würde denn in Glinthaven passieren, wenn dort eben das Gleiche passiert wie hier? Nein, ich hoffe, dass es dort nicht passiert. Unwissenheit bedeutet immer unvorbereitet sein. Ja. Und das, was ich mir davon verspreche, wenn sich beispielsweise ein Magier um diese Rüstung kümmern könnte und Erkenntnisse daraus sammelt, wären Erkenntnisse, die man nutzen könnte, um sich zu schützen. Schon, ja. Wir müssten diesen Elfen ja irgendwas entgegenhalten. Also, du bist doch ein Magier. Warum untersuchst du die Rüstung nicht? Ich habe hier nicht die richtigen Vorrichtungen dafür, außerdem bin ich nicht der richtige Magier für sie. Also, ich kenne mich mit magischen Rüstungen auch nicht aus. Und wie man auf einem schnellen Wege Richtung Riva kommt, habe ich auch keine Ahnung. Ich finde, es wäre auch gar nicht so schlecht, die Sachen irgendwie zu den Sonnenlegionären oder so zu bringen. Wie gesagt, ich halte die, wenn es für das für ziemlich, also das, was sie mit dem Dorf angestellt haben, war böse. Wer weiß, was es noch mit sich trägt. Genau, das ist mein Problem. Ich will nämlich wissen, was es mit sich trägt. Damit wir uns darauf vorbereiten können. Nun. Die werden wiederkommen. Das wird nicht das einzige Mal sein, dass sie einen Ort
hier im Norden überfallen haben. Das wird wieder passieren. Fürchterliche Vorstellung. Genau. Ja, aber es gibt hier oben nicht so viele Magier. Ja. Seit die Hexe hier oben war, begegnet man magischen, begabten Leuten auch nicht wirklich mit offenen Armen, sag ich mal. Verständlich. Vielleicht finden wir unterwegs ein paar herumstreunende elfische Kundschafter oder so und können die fragen. Vielleicht wissen die was. Naja, vielen Dank auf jeden Fall für dein Ohr und deine Ehrlichkeit. Tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. Kein Problem. Ich werde mich mal weiter auf die Suche machen. Vielleicht reist ja tatsächlich jemand in diese Richtung und wir können, wie gesagt, mal schauen. Die Geljos wollen in den Norden. Ja. Ja. Aber es sind ja nicht nur Einwohner des Ortes hier gewesen, es sind ja auch Pilger da gewesen. Ja. Fahren kostet nichts. Ja, viele von den Pilgern haben es nicht geschafft, weil sie nicht wussten, wo sie in dem ganzen Chaos hin sollten. Aber ein paar sind noch da. Die Hesinde-Geweihte zum Beispiel. Vielleicht kann die dir helfen. Naja, sie sprüht im Moment nicht gerade vor Taten rein, aber... Es ist mir auch schon aufgefallen. Ich werde mal versuchen, was ich mache. Wie gesagt, du bist hier derjenige, dem ich am meisten Fachwissen überhaupt in irgendeiner Art und Weise in diese Richtung zutraue. Ich könnte vielleicht auch was machen, aber viele meiner Bücher, die ich hatte, sind leider vernichtet worden und ich weiß nicht jeden Zauber auswendig. Kann ich verstehen. Sind ja auch viele und komplizierte. Außerdem, ich versuche so wenig wie möglich zu zaubern, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Die Leute sind, wie gesagt, etwas allergisch. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall und weiterhin alles Gute bei deiner Arbeit. Gut, drückt sich dann an dir vorbei und geht wieder Richtung der Betten und versorgt die Kranken und Verletzten weiter. Was macht denn Ilva? Ja, ich versuche auch die Reise weiter vorzubereiten. Also ich habe ja letztes Mal schon Zeug gesammelt, ne? Ich würde dann irgendwie schon mal gucken, dass ich irgendwie den Schlitten packe, irgendwie das so darauf verstaue. Ich würde meine Axt nochmal gut durchchecken und sowas, nochmal ein bisschen irgendwie gucken, ob ich noch genügend Waffenöl habe und ob mein Schleifstein okay ist und nochmal so ein bisschen nacharbeiten und sowas, damit das auch alles wieder funktioniert, wenn ich die das nächste Mal brauche, dass ich die dann auch wirklich so wieder parat habe. Mhm. Ja, ansonsten, ich würde tatsächlich sonst auch nochmal, weil ich hatte ja sowieso schon bei Nornara nach Heilkräutern gefragt und sowas, die habe ich ihr dann ja wiedergegeben, weil sie dann auch ja die Leute versorgen muss oder so. Aber ich würde sie trotzdem nochmal fragen, ob sie irgendwelche Bilder davon hat, wie sowas aussieht. Wir gehen zwar jetzt in den Norden, da wird sowas nicht wachsen, aber wenn man irgendwo bei einem Händler Gelegenheit hätte, das richtige Zeug zu kaufen, dass ich einfach weiß, wie das aussieht und wonach ich gucken muss und was wofür gut ist. Mhm. Ja, in einer ruhigen Minute wird sie dir das dann auch beschreiben. Ja. Hat auch kaum noch Vorräte davon, ja. Ja, aber ich meine, ich kann da nichts von ihr mitnehmen, will ich auch genau. Nicht. Aber ich will wissen, wie sowas aussieht, falls wir irgendwie einen Händler begegnen, dass ich sowas vielleicht irgendwie besorgen kann oder so. Mhm. Weil hier in der Stadt hat es ja sonst auch keiner mehr, aber vielleicht kommen wir noch irgendwo vorbei.
Wer weiß, unrealistisch, aber ich will darauf vorbereitet sein, wenn es doch so kommt. Ja. Wer kennt denn die verworrenen Wege des Meisters, was dem noch so einfällt, wenn uns über den Weg läuft? Ja. Und Ikayu stromert jetzt also irgendwie vor der Grenze des Dorfs irgendwo durch die Gegend? Oder was machst du? Ja, dadurch, dass wir im Norden sind und da Schlittenhunde recht weit verbreitet sind und durch den Angriff sehr viele Menschen umgekommen sind und Hunde nun mal ein besseres Gespür für Gefahren haben und wahrscheinlich weggelaufen sind, gehe ich jetzt davon aus, dass halt viele herrenlose Hunde irgendwie durch die Wälder schwadronieren und auf der Suche sind nach jemand Neuem, der halt sich um sie kümmert. Und da wir durchaus ein kleines Rudel brauchen, ja, um die Schlitten zu ziehen und in den Norden zu fahren und ich mich mit Hunden auskenne, werde ich mir jetzt ein Rudel zulegen. Das ist der Plan. Du wirst ziemlich schnell mitkriegen, dass die von der Karawane, die ihr ja begleitet habt, ein Teil lang, dass da noch irgendwie der Ochse auf jeden Fall noch da ist und auch ein paar von den Schlittenhunden. Und dass die Igeljovs halt eine ganze, also relativ viele Hunde noch haben und die auch alle den Angriff überlebt haben. Von den Igeljovs werde ich wahrscheinlich keine Hunde kriegen. Einen Ochs können wir nicht versorgen auf der Reise, gerade wenn wir weiter Richtung Norden gehen. Von daher werde ich gucken, dass ich halt alle Hunde, die irgendwie herrenlos sind, an mich nehme. Ich weiß nicht, in der Karawane, ob da noch wer übrig ist, ob die noch gebraucht werden, etc. pp. Und sonst muss ich halt wirklich suchen. Ich mache Liska mit. Und Mach doch mal eine... Du sagst mir einfach, mit wie vielen Hunden ich nachher rauskomme. Ja, mach doch mal eine Probe auf... Ja, was kann man denn da mal auf... Wildnisleben vielleicht, sowas? Ja, warte. Ich guck gerade mal, was du so kannst, dann sag ich dir mal, was man vielleicht gut würfeln könnte. Ich habe Tierkunde zum Beispiel. Ja. Oder... Du suchst ja jetzt ja hier eher so in, also so im Dorf selber und halt auch keine wirklich wilden Hunde, sondern ja irgendwelche Streuner. Vielleicht kann man da sogar Gassenwissen würfeln. Na genau, mach mal Gassenwissen, genau. Schauen wir mal. Habe ich denn ein Gassenwissen? Cool. Ja, D20. Oh, das sieht sehr gut aus. Chaos Master, kritische Wert. Habe ich 6 über. Das sind 3 Erfahrungsstufen? 6 sind 2. Oder 3 Erfahrungsstufen? 2 Qualitätsstufen, das heißt, du wirst 2 streunende Hunde finden. Und dann mach mal für jeden noch eine Tierkundeprobe von den beiden. Okay. Gucken wir mal, ob du die irgendwie abgerichtet bekommst oder ob die Vertrauen zu dir gewinnen. Warte mal, beides. Ah, die 20 ist nicht so einen schön. Einen kriege ich auf jeden Fall nicht. So, lass mal gucken. Ja, einen kriege ich auf jeden Fall schon mal nicht. Und einen zweiten. Den zweiten schaffe ich gerade so. Also ich kriege einen Hund im Endeffekt daraus. Ja, dann hast du einen Streuner davon überzeugt, dir und Liska zu folgen. Wir werden mehr Hunde brauchen. Ich werde weitersuchen. Also ich werde auf jeden Fall weitersuchen, bis wir so 4 Hunde haben. 2 für jeden Schlitten, das wäre schon ganz gut. Am besten wäre natürlich irgendwas in Richtung 3. Tja, gibt anscheinend, also du hast jetzt schon eine ganze Weile gesucht, gibt es nicht viele streunende Köter hier. Ja. Zumindest. Dann gehe ich zu den Igeljovs und versuche noch ein paar Hunde zu kaufen. Ja. Oder zu handeln. Also die meinen, sie bräuchten die Hunde natürlich selber, weil die müssen ja nach Glündhafen. Ja.
dann ansonsten, werde ich denen halt erklären, ja, dass... 100 Dukaten für einen Hund? Die sind gerade ziemlich wertvoll, zeigt sie. Naja, wie wertvoll ist dir dein Überleben? Eben. Also. Eben. Ohne die Hunde werden wir den Weg nicht schaffen, deswegen verkaufe ich die nur für einen äußerst guten Preis. Ich kann dir einen Ochsen dafür geben. Für 2 Hunde. Ein Ochsen zieht mehr als so ein Hund. Du hast einen Ochsen? Ich habe einen Ochsen. Aha. Ein Ochse für 2 Hunde. Und glaub mir, so ein Ochse zieht für 4. Und das weißt du. Okay. Wo ist der Ochse? Ich muss mir erst angucken. Wenn das so ein altes, krüppeliges Tier ist, will ich den nicht. Ich gehe los und hol den Ochsen. Der ist jetzt auch freiwillig. Jetzt habe ich einen Ochsen. Schön, dass ihr jetzt nicht zu Lothier geht und den als Ochsen vertraut. Ja. Guck hier, ich habe einen Effort geweiht. Welchen Ochsen willst du denn? Du willst jetzt nicht den Ochsen von jemand anderem, also von Kasimir. Nein, den Handelskarawane, der da halt so frei rumsteht. Das ist Kasimirs Ochse, weißt du schon, ne? Du hast mir gesagt, der steht zur freien Verfügung. Nein, das habe ich nicht gesagt. Du hast mir eben gesagt, der steht mit ein paar Hunden darum, also. Was hier in der Stadt nicht Birgelov gehört, das steht zur freien Verfügung sowieso. Also Kasimir hat auch überlebt. Und Kasimir und wie hießen die anderen noch? Frieda. Die haben auch beide überlebt. Gut, dann gehe ich zu Kasimir und biete dem einen Platz in die Gelyovs Truppe an. Oh, ich habe schon einen Platz. Ich begleite sie. Die zahlen 10 Silbertaler pro Tag. Das ist ein super, super Geschäft. Und außerdem wollte ich eh mal nach Glündhaven. Dann brauchst du doch bestimmt den Ochsen nicht mehr. Natürlich brauche ich den Ochsen. Aber warum? Du begleitest sie doch als Schutz. Ja, und als jemand, der Sachen transportieren kann auf meinem Wagen. Zum Beispiel Vorräte, die wir für alle Leute brauchen. Und als mein Wagen ist nun mal das Größte, was es hier ist, und der Ochse ist das mächtigste Tier, deswegen werden wir die Verletzten auf den großen Wagen legen und die damit mitziehen. So war zumindest das Angebot. Fand ich gut. Ich tue gerne ein gutes Werk für 10 Silbertaler am Tag. Okay, was ist mit den Hunden? Brauchst du die noch? Die? Ja, klar. Meine Hunde. Wie kriege ich es jetzt hin, dass der den Ochsen mir gibt? Für einen Platz in die Gelyovserde. Das ist schwierig. Kannst ja mal überlegen. Also ich sag dir vorneweg, es wird keine einfache Sache, weil diese Tiere, Hunde und der Ochse, das ist gerade, die sind sehr begehrt. Ja, ja. Finde ich einen freilaufenden Ochsen? Ja, der läuft irgendwo. Nein. Bestimmt im Wald. Also Viehzüchter sind hier sehr relativ selten. Im Winter zumindest. Ja. So oft, wie es hier Winter ist. Dann kann ich auch den Gelyov nicht den Ochsen anbieten, schade. Was nicht da ist, ist nicht da. Ja. Okay, dann hatten wir gesagt, wann wir los wollen? Haben wir irgendwann gesagt, wann wir los wollen? Nee. Okay, da wir so wenig Hunde haben, können wir eigentlich nicht los. Das bedeutet, ich werde ins Umland gehen und Fallen aufstellen. Für Ochsen. Einfache Schlingfallen mit Ködern. Nee, nicht für Ochsen. Hunde, die abgehauen sind. Ja. Mit Ködern, also einfache Nahrung und eine Schlingfalle, dass die sich halt nicht verletzen. Und dass ich die dann einsammeln kann. Hoffentlich. Ja. Dann mach mal eine Probe auf dein, was kann man da, das glaube ich, Fesseln ist sowas, ne? Inzwischen. Ja. So, Fallen stellen, Fesseln würde ich mal.
werde vielleicht so 3 Fallen aufstellen. Eine Falle. Ja, reicht mir für 3. Okay. Ja, gut. Ja. Sind ja auch 3 Qualitätsstufen, von daher. Und dann werde ich die halt über Nacht stehen lassen. Mhm. Gut. So, und ja, Lothir. Machst du noch irgendwas am Rest des Tages? Ilva sitzt irgendwo an einer Ecke und pflegt ihre Axt. Klar. Goswin tritt gerade noch aus dem Efrat-Tempel heraus und schüttelt so ein bisschen den Kopf, weil er irgendwie keine gut zufriedenstellende Antwort von Nornara bekommen hat. Winkt nochmal dem guten Warzerich. Ich glaube, ich würde Geweihtentätigkeit verrichten. Leute bestatten, das ist auf jeden Fall auch sehr gefragt gerade. Leute bestatten, Trost spenden. Mhm. Ja. Gute Sache. Ja. Da sind die Leute auf jeden Fall auch sehr dankbar, denn außer dir und der Hesinde-Geweihte und dem einen Efrat-Geweihten gibt es hier ja. Keine. Ein schönes bei euch, wird euch auf eurer Reise. Vertraut in die Schwanentochter. Wird denn der Schwanentochter uns begleiten auf unserer Reise? Die aufrecht im Herzen sind, denen wird sie immer beistehen, egal wo sie geht. Ja. Du selbst siehst so in den Augen des Mannes, mit dem du gerade sprichst, so dieses, kommst du mit? Oh, klar. Ich wusste, dass das Problem irgendwann kommt. Er würde es nicht aussprechen, zu wagen, aber... Ja, schon klar. Wir haben halt zumindest einen Teil dieselbe Richtung, aber das hilft halt nicht dauerhaft. Jetzt muss ich mal... Okay, dann machen wir das mal so. Ich muss mal ganz schnell was gucken. Ja, das geht. Dann würde ich eine der Federn ziehen. Dies ist eine Feder aus der Nacht, wo ich meine Weihe erhielt. Große Augen. Und ich möchte, dass du sie nimmst. Sie wird dich beschützen. Sie wird dich beschützen. Und die Deinen beschützen. Oh. Danke. Ich spreche im Glückssegen drauf. Mhm. Ja, dann muss man für würfeln für den Glückssegen, ja, ne? Nee, nicht mehr. Oder ist nicht mehr, gut. Ja. Nur für Liturgien. Das sind ja, also wie die Zaubertricks. Ja, okay. Dann wird er so total sorgfältig diese irgendwie so, oh, er hat mir seine Feder geschenkt, zeigt die so rum. Und ich weiß schon 10 Minuten später, kann ich auch eine Feder haben, ich möchte auch gerne eine Feder. Ja. Ja, will Goswin eigentlich jetzt noch ein bisschen diese Rüstungen und Schwerter und so begutachten? Ja. Ja. Und also du wolltest ja die Leiche auch noch suchen vom Firnelfen. Genau. Das würde ich wohl als erstes tun wollen. Mhm. Was für Ahnung habe ich wohl von elfischen Begräbnisritualen? Wahrscheinlich nicht so viel, ne? Das müsstest du mir sagen. Du kennst deinen Charakter besser als ich. Zur Not machst du eine Probe auf... Also, ich geh mal stark davon aus, dass dass ich eine ungefähre Vorstellung von dem habe, was Elfen mit dem Tod anfangen wollen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass ich die einzelnen Riten tatsächlich kenne. Mhm. Ja, dann wirst du so grob halt erwissen, dass die Elfen halt denken, dass wenn nach dem Tod, dass sie ins Licht zurückkehren. Und dass der Körper an sich eigentlich nicht mehr so wichtig ist, wenn
wenn er verstorben ist. Also zumindest nicht so wichtig, wie es für menschliche Leute wäre. Dann glaube ich, würde ich gern Folgendes tun. Ich würde Telerion erstmal durchsuchen. Mhm. Ja. Was er noch so dabei hatte. Mal gucken, ob es hier noch irgendwo beschrieben ist, was er sonst noch so bei sich hat. Ich glaube nicht. Dann muss ich mir gleich was ausdenken. Ja, und? Und dann würde ich wohl seine Ausrüstung entfernen und seinen Körper verbrennen. Mhm, gut. Wenn er ins Licht zurückkehrt, ja, wird das das Beste sein. Okay. Ja, was findest du sonst noch bei ihm? Also, du findest ein kleines Säckchen mit Edelsteinen. Meistens Bernsteine. Mhm. Irgendwie war so 5 Bernsteine und, sag mal, einen Smaragd ist da drin. Ja, die werden eingesäckchen. Und sonst findest du natürlich sein Seeleninstrument. Also was weiß nicht, inwiefern Goswin davon weiß, dass die Elfen sowas haben. Aber er hat halt eine Flöte, die ist aus einem Bein ziemlich, die wohl auch ziemlich viel wert ist, wenn man sie wohl verkauft. Ja. Und ja, sonst hat er eigentlich relativ wenig bei sich. Er hat eine kleine Seitentasche mit so ein paar Kräutern drin. Na, wenn du Pflanzenkunde machst, kannst du sie ja mal versuchen zu identifizieren. So auf den ersten Blick. Ja. Moment. Mach ich. Talent. Na. Da. Mal schauen. 17, 16. Dann könnte hinhauen. Ah, was hatte ich? 17, 6, 15. Ja. Eine Qualitätsstufe. Dann kannst du eins von den Kräutern identifizieren als Gulmond. Mhm. Also krankheitsabwendend und beruhigend als Tee. Ja, klingt sinnvoll. Dann nehme ich das mal mit. Mhm. Die anderen Kräuter, also ich nehme die mal an. Keine Ahnung, was das ist. Nehmen die mal einfach alle mit. Ja. Und das Seeleninstrument, das werde ich, wenn ich den Körper verbrenne, dazulegen. Mhm. Gut. Okay, so vergeht dann der Rest des Tages dann auch bei euch. Bis dann, die Rüstung wolltest du noch irgendwie checken. Ne? Was wolltest du da noch machen? Ja, ich würde mich noch einmal an einem hier sinngefälligen Analysezauber versuchen. Ja. Auch wenn ich nicht erwarte, dass das jetzt wer weiß was wird. An der Rüstung oder an einer Waffe? Ich probiere mal so eine Waffe. Mhm. Ah ja. 1, 11, 20. Alles dabei. Aha. Ja, dadurch wird's. Schade. Andersrum hätte es was gebracht.
So klappt es nicht. Tja, also der Zauber mag dir nicht gelingen. Du kannst natürlich einen Schicksalspunkt ausgeben, ne? Von einem Würfel 19. Oh ja, da kann ich die 20 neu würfeln, ne? Mhm. Dann mache ich das doch. Achso. Und jetzt, eine 12, jetzt funktioniert's. Aha! Ja. Und zwar habe ich dann ganze. Oh ja, ich komme. Habe ich 4 schon eine zweite Qualitätsstufe? 4 hast du schon eine zweite, ja? Ja, dann habe ich eine zweite Qualitätsstufe. Okay. Das ist ja schön. So, ich guck gerade mal. An einem Schwert hast du gesagt, ne? Korrekt. Ja. Hätte auch dick genug Magiekunde, um da was zu reißen. Schild, Buckler, Krumm, Schwert. Das ist ein langes, gerades, sehr schlankes, leichtes Schwert. Der Knauf ist zu so einer Dämonenfratze verzerrt, also so gearbeitet. Und du findest ein paar Symbole da drauf, die elfische Runen darstellen. Also zumindest ähnlich sind elfischen Runen. Kannst du Istira lesen? Ja, Astaria auch. Dann wirst du Bardona das Wort hören, sehen. Aha. Und du kannst aber keinerlei Verzauberung auf dem Schwert sehen. Vielleicht ist es wohl mit magischen Mitteln bearbeitet. Aber es liegt kein Zauber da drauf. Mhm. Wie weit kann ich Bardona deuten? Inwieweit ist das aventurisches Wissen? Da du ja auch schon von der Torvala-Expedition weißt in den hohen Norden, wirst du das garantiert irgendwie mal mitgekriegt haben, auf jeden Fall. Ja. Und da, ich glaube, die, ja, doch, die ist irgendwie schon mal aufgetaucht inzwischen ein paar Mal, ja. Also auch in der. Ja. Ja, also die Frage ist für mich jetzt, also als Spieler weiß man es, weil die taucht immer wieder auf und Helden kommen immer wieder mit ihren Berührungen. Aber die Frage ist, inwieweit kann ich das wissen, ohne selber Teil dieser Geschichte? Du weißt, dass es wohl eine mächtige Elfe namens Bardona gibt. Weiß jetzt nicht irgendwie, was die genau macht und woher die ist und was die so ist, aber und was die mit diesen komischen Schwarzelfen zu tun hat, weißt du auch nicht. Aber du weißt, dass es die gibt. Okay, und ich kenne die elfischen Sagen über das Bardona, ne? Genau, ja. Ja, die Versucherin. Ja. Genau, daher am ehesten noch, ja. Ja, ja. Hm. Ja, dann werde ich mich wohl nochmal an Lothir wenden. Mhm. Ja, der Lothir spricht Segen, aber meistens ohne Karma-Energie. Mhm. Einfach nur, um den Leuten Mut zu machen. Ja. Und ja, er übernimmt dann die unliebsame Aufgabe, die Leute, die gestorben sind in der Stadt, zusammenzusuchen, soweit das noch nicht geschehen ist. Er geht auch dann in Gebäude rein. Das war somit das Erste, was die Leute gemacht haben. Also, okay. Ja. Und würde dann, begraben kann man die hier halt schlecht. Im Eis, also wir verbrennen wahrscheinlich auch das Geeignete, auch wenn das nicht so ganz bohrentypisch hier ist, aber ja. Und dann würde ich da auch einen Grabsegen dann drüber sprechen, während ich dann wer helfen möchte, kann das gerne machen, den Scheiter aufrichte letztendlich. Ja, also die anderen stimmen dir auch zu, dass es wohl die einzig auch praktikable Lösung ist, weil es ja so viele auf einmal sind. Und das ein Massengrab auszuheben, wäre irgendwie auch nicht würdig. Von daher ist die Verbrennung jetzt wohl die humanste Methode. Ein Steinmetz des Dorfes, der überlebt hat, der arbeitet auch gerade an einem Gedenkstein, den er aufstellen will noch. Mhm. Hat auch schon irgendwie auf so einem
großen Eckstein von einem zerstörten Haus, da hat er irgendwie schon angefangen, so ein Boronrad reinzumeißeln. Mhm. Und ist auch bei den ersten Namen schon. Also er hat gesagt, er möchte alle Namen von den Verstorbenen da drauf machen. Ja, also da könnte man mich antreffen. Ja. Gut, dann habt ihr alle irgendwas zu tun während des Tages. Und ja, der Tag kommt, der Tag geht. Ihr könnt alle nochmal regenerieren wieder, falls ihr das noch müsst. Habt ihr alle irgendwie zumindest was? Goswin, der wollte ja noch was von mir, ne? Genau, Goswin wollte noch was von dir. Das könnt ihr dann in der abends halt noch machen. Oh, okay. Irgendwie so, man hat eine große Feuerstelle vor dem Efei-Tempel aufgebahrt, wo ein großer Kessel mit Suppe drin kocht, um die Leute zu versorgen. Und da ist wohl der Treffpunkt so abends. War das nochmal beim Regenerieren 1-6, ne? Mhm. Plus eventuelle Boni, die du hast. Okay. Hatte der Finnelf eigentlich irgendwelche Waffen dabei? Bogen oder Schwert oder so? Ja, der hatte auch aus Bein gefertigten elfischen Bogen. Und einen Speer hatte der. Und halt so einen kleinen Dolch. Okay. Also die würde ich ihm dann auch hätte ich ihm dann auch mit dazu gelegt. Mhm. Ja. Gut. Ja, und dann auf dem Feuer spreche ich Lothier nochmal an. Sag mal, Lothier, ich habe es geschafft, mir ein Schwert eines dieser dieser Elfen anzuschauen. Ihr kommt auch nochmal in den Kopf, dass sie von dem Firnelfen Shakraga genannt wurden. Ja, also. Hatte euch ja gewarnt vorher, dass die kommen. Von diesen Shakraga, also eins dieser schwarzen Schwerter. Es war nicht magisch, aber es sind Runen dort eingeritzt, dort eingearbeitet, eingraviert. Und Runen? Ja, diese Runen verweisen auf Bardona hin. Du kennst die Verführerin? Sagen Legenden? Ja, wenn du würfeln willst, dann würfel, wenn nicht, dann brauchst du nicht. Also wenn du sagst, du weißt das, dann... Also ich gehe mal davon aus, mit Glorana kennt er sich aus. Aber mit Glorana auf jeden Fall, ja. Aber die hatten jetzt ja so viel nicht miteinander am Hut. Nee, eben. Pardon. Das ist doch elfisch für Versuch oder sowas. Diese Bezeichnung kommt nicht von ungefähr. In der elfischen Mythologie ist sie diejenige, die schuld daran ist, dass die Elfen nun ja in die Katastrophe gegangen sind. Und wie kommst du da jetzt genau drauf? Es war in ein Schwert eingraviert. Nur der Name. Ja. Oder noch mehr? Nee, nur der Name, oder? Mhm, nur der Name. Also, naja, wenn man sich etwas in eine Waffe graviert, dann, naja, sie besonders zu machen. Mhm. Du hast übrigens auch noch Symbole gefunden von einer Sonnenscheibe mit Flügeln. Ja, dann teile ich Lothier das auch noch mit. Also,
Auf ein paar von den Rüstungen waren die drauf. So, ziemlich offensichtlich. Dann könnte man also sagen, dass diese Gestalt wohl tatsächlich existiert. Bardona? Ja. Die existiert auf jeden Fall. Das hätte ich dir vorher schon sagen können. Kennst du die Torvalsche Expedition in den Norden? Ist ungefähr 25, 30 Jahre her. Er schmunzelt. Da war ich zwar schon da, aber ja, es wurde darüber grob erzählt, dass die da zu diesem Turm wollten, an dem der Himmel aufgehängt ist. Ja, vielleicht hat Lothier mal so ein paar Abklatsch-Lieder von Barden, von U-Volker, so geklaute Lieder gehört oder so. Ja. Ja, da darf man ja nicht mal alles glauben, was man hört. Ne? Das sind da Bardengesänge, ne? Heldengeschichten. Und dass die Eishexe sich an einem bestimmten Ort nie getraut hat. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Also, diese Expedition berichtete auf jeden Fall davon, dass sie den Turm gefunden haben. Und dass sie dort auf dieses Zeichen gestoßen sind. Sonne mit Flügeln. Also denkst du, diese Wesen kamen von dort, diese Elfen? Das wäre der naheliegende Schluss, ja. Dann sollten wir vielleicht auch dorthin, oder? Zu fünft? Zu viert? Mit welcher Armee? Also die Torvaler sind selbst geflohen. Ich glaube, mit einer Mannschaft Torvaler könnten wir uns nicht messen. Hey, ihr habt Ilva. Ja, Schalte! Also bitte! Aber die hatten Ikaju nicht. Ja, der müsste ja ganz woanders. Sollten sie von dort aus mit dem Schiff... Gut, spekulieren hilft uns da nicht wirklich weiter. Aber das heißt, dass sie mit Sicherheit einer Hand nur noch gelenkt werden. Nehme ich mal an. Man bricht nicht zu einer Plünderfahrt auf, ohne dass es einem gesagt wurde. Oder weil, wenn du dich umsiehst, sie haben zerstört, sie haben aber nichts gestohlen. Aber sie haben auch versucht, Dinge herauszufinden. Mhm. Sie waren sich nicht sicher, mit wem sie sich hier anlegen. Du erinnerst dich an die Befragung, die... Oh ja, sehr lebhaft. Ja, sie haben eindeutig nach Strukturen gefragt. Das waren Kundschafter. Das bedeutet letztendlich, dass zumindest die nichts von der von uns wussten, beziehungsweise von der Art, wie wir leben. Das war ziemlich offensichtlich, ja. Und das würde bedeuten, jetzt wissen sie es. Das heißt, wenn es Kundschafter waren, gibt es ein Hauptlager. Wenigstens eins. Dann werden sie das berichten. Und dann wird von irgendeiner Stelle eine Entscheidung getroffen werden, was jetzt weiter passieren soll. Ehrlich gesagt, wenn das Kundschafter war, will ich keinen durchstrukturierten Kriegszug sehen. Denn diszipliniert und koordiniert waren sie. Denn wer es schafft, eine Truppe aus Kundschaftern von Kopf bis Fuß in den Durium einzukleiden, ja. Aha. Eine schwarze Flut.
Irgendwie finde ich gerade die Vorstellung einer kleinen, schlagkräftigen Truppe von 200 dieser Kreatur und Platte nicht gerade erbaulich. Nun ja, es sind zaubernde Schwertkämpfer. Habe ich gemerkt. Und sie kämpfen ziemlich unfair. Rondrianisch bestimmt nicht. Gut, bei allem Übermut, den ich bisweilen an den Tag lege, also bei denen müssen wir mehr als vorsichtig sein. Nebenbei, dass sie ja offensichtlich mit Dämonen oder so welchem im Boden sind. Dämonen und wer weiß mit wem noch. Mhm. Du erinnerst dich an die Begegnung mit der Ratte? Ich bin nicht gewillt, das aufzugeben. Als Bild. Also er zieht den Mantel ein bisschen mehr um die Schultern tatsächlich mal. Es scheint ihn zu frösteln. Mhm. Und du glaubst, dass diese Feengestalt, die wir suchen letztendlich, dass die uns helfen würde? Ich glaube gar nichts. Ich trage nur Fakten und Hoffnungen zusammen. Und versuche daraus in irgendeiner Form Schlüsse zu ziehen. Jedenfalls wird es dann vermutlich nicht allzu lange dauern, bevor sie einen richtigen Angriff starten. Und wahrscheinlich dann an der gesamten Nordküste. Wir sind ja hier noch relativ abgelegen, aber sie können ja quasi jede Stadt erreichen, die an der Nordküste liegt. Riva bis hin in die Olportsteine. Du meinst also, bevor wir nach Norden ziehen, sollten wir erst die Kunden verbreiten? Tja, irgendwas sollte sich rumsprechen. Zumindest in den Städten, die wehrhaft genug sind. Und davon gibt es im Norden nicht sehr viele. Riva? Ja, ich denke schon. Und von Riva aus kann vielleicht Störrebrand irgendwas noch weitergeben. Sonst wird es schon ziemlich dünn. Ja, das hat man auch im Kampf gegen die Eishexe damals gemerkt, dass der Norden immer relativ stiefmütterlich behandelt wird von eigentlich allen, außer den Leuten, die dort leben. Und deswegen ist Es wäre am sinnigsten, auf jeden Fall einen Boten eigentlich zu schicken nach Festum, aber Festum. Ausgerechnet? Nominell gehören viele Städte hier noch zu Bornland. Zumindest denken die Bronjaren das. Ja, aber als ob sich die Bornländer über irgendwas scheren, was jenseits von Norburg stattfindet. Ja, nicht mehr. Es ist ja alles schön und friedlich geworden. Also die erste Anlaufstelle, ist Lothia eigentlich auch ganz klar. Ist wirklich dann, also wenn man so Warnungen aussprechen will, ist wirklich Glündhaven. Mhm. Wegen der Sonnenlegion, die dort stationiert ist. Ja, dann bleibt erstmal. Das liegt auch noch in unsere Richtung, ne? Ja, klar. Dann bleibt erstmal nur Glündhaven. Du könntest natürlich auch ins Kaiser Gerbald fort, allerdings, wie gesagt, da sind Strafsoldaten. Also, es ist ein mittelreichisches Rohr. Ich trage nochmal die Fakten zusammen. Wir wollen in die Richtung. Es ist sinnvoll. Der Meister hat uns darauf hingewiesen. Ihr müsst nicht, ihr könnt auch woanders hingehen. Nebenbei, wenn man mal logisch nachdenkt, wenn sowas nochmal passiert, die haben ja mit Magie ziemlich herumgefuchtelt, wenn dagegen jemand was unternehmen kann, dann auch ein Bandstrahler. Ja, in der Tat. Zumindest aber gegenüber den Prioten übernimmst du das Reden, ja? Ich glaube, mir werden die nicht. Es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen Bandstrahlern und Sonnenlegionären, ne? Also es ist ja. Ich glaube nicht, dass Lothi den Unterschied kennt, aber. Ja. Goswin könnte das wissen.
Obwohl Lothian müsste es eigentlich als Geweihter eigentlich auch wissen. Ja, okay, die Bandstrahler, das sind die Extremen, die Sonnenlegionäre sind, stehen außerhalb der normalen Ordnung. Das Problem ist, in Lobang sind Prajoten alles Fanatiker. Die sind alle total abgeschoben. Ich glaube, die Prajoten, die kaum Fanatiker sind, kann man den Aventurien in ein paar Händen abziehen. Ja, aber in Lobang sind die so durch. Ich glaube, selbst die Freierskirche hält die für verrückt. Neben dem Dualismusproblem in Lobang, ne? Ja. Also, ja, dann bleibt uns wohl wirklich nur, um eine Nachricht abzusetzen. Zumindest ist das hier, wenn die Menschen aufbrechen, mehr als genug deutlich, dass hier nicht ein paar Spinner von irgendwas erzählen. Oh ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob mein Stand, bezug kurz die Schultern, so viel höher wäre als deiner. Ich diene ja nur einer Halbgöttin. Obwohl hier im Norden ist Ephirn sehr, sehr angesehen. Also. Ja. Ja, aber normalerweise ja, aber Bandstrahler? Ja. Also wir sollten auf jeden Fall die Rüstung und die Schwerter mitnehmen. Oh, das wird schön. Denn die Prajoten, das sagte Nornara schon, werden sich von allen, die wir irgendwo antreffen können, am ehesten darum kümmern. Wenn die in irgendeiner Form verflucht, verhext, wie auch immer sind. Ja. Wie ist das eigentlich mit Ilva und herumliegenden potenziell mächtigen Waffen? Ja, natürlich gucke ich mir die an. Ja, das sind Meisterstücke. Ja, also so eine gut gefertigte, leicht in der Hand liegenden Kriegshammer hast du noch nicht gesehen. Ja, ist nicht so mein Style irgendwie. Also es gibt auch Schwerter, Säbel, Kriegshammer, Dolche. Keine Axt? Äxte tatsächlich nicht. Nee. Damit hättest du mich kriegen können, aber... Tja. Ich wieg den Hammer mal so ein bisschen in der Hand. Aber ja. Scharfen Kanten. Das ist eine äußerst wuchtige Waffe mit scharfen Dornen versehene Hiebwaffe. Mhm. Aus einem Metall würdest du sagen, das wesentlich leichter ist als dein bronzene Axt. Mhm. Ich mache mal so ein paar Probe hier Hiebe. So. Ja. Also das ist durchaus gute Waffe. Also ich kann dir ja mal Werte geben, falls du, dass du darauf abfährst. Abfahren? Weiß ich nicht, aber erzähl mal. 2W6 plus 3 2W6 plus 3 Trefferpunkte mit 2 Handwaffen geführt. Ja. Körperkraft Boni ab 13. Attacke Parademodus 0 und minus 3. Was schon... Gegenüber von der minus 6, was du mit deiner Zweihand-Axt hast, glaube ich, hast schon einiges. Ist. Mhm. Joa, das fühlt sich schon ganz gut an, ne? Und die wiegt nur 2 Stein. Die Axt. Der Hammer. Und so leicht. Mhm. Also, ist natürlich schade, dass das keine Axt ist. Schade, dass es keine Axt ist. Ich habe Spaß dran, Dinge zu zerhacken. Muss man einfach sagen. Ich habe Spaß dran, Dinge zu zerhacken. Das kann dieses Ding nicht. Naja, es hat scharfe Dornen. Man kann damit auch hacken. Aber nicht wie mit einer Axt. Das ist richtig. Aber so als Zweitwaffe, wenn die Arme ein bisschen anfangen, müde zu werden, dass man vielleicht mal tauschen könnte. Es gäbe auch noch so ähnliche Waffen. Also, Ilva hat die wahrscheinlich noch nie gesehen, Boroni-Waffen, also so Rabenschnabel-Waffen aus dem Süden. So ähnliche gäbe es auch. Ja, nö. Die haben zumindest eine Klinge da. Das muss schon auch eine richtige Waffe sein und kein Buttermesser. Also bitte.
Gut. Das ist ja deine Entscheidung. Ich sag dir nur, als Krieger, was deine Optionen sind. Ja, ich guck mir die Nasen mal von dem Ding an. Wie pflegt man das denn? Muss man die auch so schön schleifen mit Schleifstein? Ja, das ist schwierig zu sagen jetzt. Also Kriegshammer wirst du schon mal, auch einen bronzenen Kriegshammer wirst du schon mal gehabt haben. Die sind relativ pflegeleicht. Also man muss ja keine Klinge schärfen zum Beispiel. Wenn du so an dem Metall jetzt entlang fährst, so mit dem Finger und so, das ist halt, also fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr robust an im Vergleich zum Bronze. Ja. Flachschleifen, dann ist es eine Axt. Ja, genau. Ja, das dauert zu lange, aber wenn es ganz langweilig ist. Mit dem Eis, ne? Ich habe ja meinen Schleifstein dabei, da habe ich ja hier. Ach, hör mal ein bisschen. Bei der 13. Krieger hat das ja auch. Ja. Ich habe ja Zeit. Hast dann am Ende des Abenteuers das Berufsgeheimnis Endurium bearbeiten? Ja. Ja, exakt. Musst aber vorher noch Metallbearbeitung 16. Doch. Doch. Das, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, es gibt sogar noch ein erweitertes. Es gibt noch Chakragar-Endurium bearbeiten. Ja, das ist jetzt. Aber das, ja. Nichts für mich. Ich würde das Ding, glaube ich, mir mal auf den Rücken schneiden. Das ist ja nicht verkehrt. Ja, wiegt ja auch fast nichts. Wiegt ja auch fast nichts, kann man doch mal mitnehmen. Ist auch sehr beeindruckend, wenn man Leuten damit drohen will, wegen der Dämonenfratze, die da eingearbeitet ist. Ja. Hm. So. Ja. Dann habt ihr am nächsten Morgen, hat Goswin bestimmt was zu tun, wenn er Ilva damit rumlaufen sieht. Ist jetzt nochmal morgen? Ich hab den Ja, klar, sicher, klar, nochmal. Ja, weil ich befehle nämlich noch. Ja, ja, mach mal. Wurdest du auch gut versorgt. So, und ja. Die Igeljovs machen sich schon bereit, am heutigen Tage noch aufzubrechen. Also wir sitzen jetzt erstmal beim Frühstück und da kommt Ilva mit der Axt in die Ecke, ja? Die hat sie sich auf den Rücken geschnallt. Zumindest nimmt sie jetzt immer mit. Genau wie ihre Axt. Ah nee, das ist ein Hammer, ne? Das ist ein Hammer, ja. Mit Dornen und Stacheln und Hacheln. Ein Kriegshammer. Also folgendes passiert. Ein großer, zweihändig geführter Kriegshammer. Ich habe einen Becher Tee in der Hand und schlürfe ihn gerade gemächlich und sehe Ilva, wie sie sich stolz mit diesem Hammer auf dem Rücken zu uns gesellt. Goswin übrigens ist nicht nur Ilva mit so Waffen unterwegs, sondern es haben sich ein paar von den etwas wehrhafteren Leuten auch an diesen Waffen bedient. Die Rüstung scheint irgendwie keinem richtig zu passen, aber... In Allahs 12 Götternamen, was habe ich denn gesagt? Diese Waffen sind wahrscheinlich verflucht! Offensichtlich sprichst du eine andere Sprache. Ja, tue ich. Ganz offensichtlich. Ich habe noch keinen Fluch gemerkt. Lothairs Kopf fällt auf den Tisch. Das war die schlauste Antwort, die ich jemals gehört habe. Warum sollten die verflucht sein? Keine Ahnung, weil sie irgendwelchen unbekannten Chakragar-Elfen, vor denen selbst die Elfen Angst haben, gehört haben. Alle gucken so Richtung Lothair. Fiesen uralten Symbolen drauf. Guck doch mal bitte auf die Klinge. Kannst du das lesen? Es ist sehr gut möglich, dass die Klingen verflucht sind. Ja. So die drei Viertel der Leute so. Ich liebe den Norden. Das ist so einfach. Ein paar andere allerdings so. Verkaufe ich die wenigstens irgendwo. Gibt bestimmt gut Geld. An Leute, die noch dümmer sind als du, wird schwer. Man muss denen ja nicht sagen, dass sie verflucht sind. Hallo?
Und wenn jemand dann einen Fluch trifft, bist du schuld daran, weil du sie weitergegeben hast. Und dann fällt der Fluch auf dich zurück durch die Götter. Ja, 3/4 von den Leuten, die machen jetzt auch wieder so. Also ist noch einer über, der sich nicht bekehren lässt. Ilva. Und Ilva, weiß ich nicht, aber Ilva hat noch nicht reagiert. Die sind verflucht. Also sehr wahrscheinlich. Das heißt, du weißt das nicht genau. Nein, weiß ich nicht genau. Weil das ist voll die gute Waffe. Hör mal, guck mal, die ist ganz leicht. Außerdem ist das eine Kriegsbeute. Lass sie doch einfach von Lothier segnen und dann kann er kein böser Zauber mehr irgendwas machen. Ja, die Idee finde ich gut. Die Idee finde ich spitzmäßig. Das hätte von mir sein können. You're welcome! Also ich hab BJP auch wirklich was eingesteckt hier. Warum soll ich jetzt hier nicht so einen schönen Namen haben? Weil das dein Verderben sein könnte. Nicht nur dein Tod, sondern auch ewige Seelenpein. Aber auch das Verderben von ganz vielen anderen. Guck mal, was ja für eine schöne Sache. Wenn es dir das wert ist. Ich diskutiere jetzt nicht mehr. Ich halte Luthi die Waffe hin. Er guckt da so ein bisschen. Schon mal Dämonen gesegnet, Luthi. Ja, die platzen dann immer so schön. Na toll. Er fängt mal im Namen Ifirns, der Herrin aller Schwäne. Das machst du jetzt nicht wirklich! Vor allem das halbe Dorf guckt zu und wenn die Waffe nicht explodiert, aber kannst du meine aufsegnen? Ja. Ernsthaft, ich hab dich für kluger als den Haufen gehalten! Er kommt mal so zu den anderen rüber. Chaos! Rezitiert. Schaut dann kurz zu Goslin, schaut dann zu Ilva. Es geht nicht. Etwas in dieser Waffe verhindert das Wirken meiner göttlichen Kräfte. Alle kriegen so große Augen. Ihr solltet die wirklich nicht berühren. Okay, der eine Letzte ist jetzt auch überzeugt. Ein Wunder der Hesinde! Die Hesinde-Geweihte steht neben dir und nickt. Das mit dem Hirn vom Himmel funktioniert doch. Oh, ein schönes Chaos. Das war tatsächlich Lothiers Plan gewesen, aber es musste ja glaubwürdig aussehen. Goswin hat perfekt mitgespielt. Ja, Frage ist jetzt, ob das Ilva überzeugt hat. Ja, wollte ich ja gerade schon mal ansetzen, aber dann, ja. Guck die Waffe so an. Schade um das gute Stück und schmeiß sie in die Ecke. Ich gucke sehr skeptisch zu Gulot hier. Vor allem nach dem Ausatmer. Da haben wir ja alle noch mal sehr viel Glück gehabt. Ihr solltet auf Goslin hören. Er weiß, wovon er redet. Meistens. Möchte ich ja eigentlich aus Prinzip so eine Waffe mitnehmen. Einfach nur, damit ich nicht auf Goslin höre. Möchtest du? Ich krieg da immer so einen Trigger so. Es gibt auch Dolche und sowas. Die kannst du sich gut verstecken. Vielleicht stecke ich wieder einen Dolch ein, ja. Ja, vielleicht oder ja. Also vielleicht ja. Ist es nicht aufgefallen, aber Goslin ist nicht Sigur, ne? Also
steht schon das liegt ja mal nicht daran. Du musst ja immer so ein bisschen leicht den Antagonisten raushängen. Ich hab's jetzt zu Genüge erklärt. Wenn ihr der Verdammnis anheimfallt, ist dann kann's... mir egal. Lothar kann gerade noch dem Drang widerstehen, so unterm Tisch mit auswingenden High Five zu machen. Ja, dann kann Ikari sich jetzt einen sogenannten Atori aufschreiben. Ein Atori? Atorai, Entschuldigung, Atorai heißt das. Also A-T-O-R-A-I. Ein geschwungener und gewundener Dolch aus Enchakraga Endurium. Okay. Und die Klinge schimmert ein bisschen, als du sie aufhebst, ein bisschen grünlich über dem Schwarz. Du kannst dir aufschreiben, die macht 1W6 plus 1 Trefferpunkte. Gewandtheit 14 als Modifikator, Attacke Parade Modifikation 0-0 und wiegt nur 0,4 Stein. Länge 30 Halbfinger, falls dich das interessiert. Ja, da ich den ganzen Tag Hunde jagen war, werde ich mich mal auf den neuesten Stand bringen lassen. So, was planen wir denn jetzt eigentlich? Ja, du hast übrigens auch den einen Hund fangen können. Also hast du jetzt drei. Ja, den habe ich jetzt auch dabei und der wird jetzt mit Liska, der sitzt neben Liska und die beiden werden halt verätschelt und gut zugeredet. Mhm. So, hier zweiter Schlittenhund, ich suche noch nach einem Namen. Keine Vorschläge. Okay. Chat, wie heißt der zweite Hund? Aktive Community. Dann müssen wir wegen der Verzögerung ein bisschen warten. Wir könnten hier, Moment, wer ist denn hier so aktiv? Platsch? Aha, ja. Also Torian sagt, er soll Platsch heißen. Ich würde ihn jetzt zur Ehre des Chats Chat nennen, aber... Chat. Auch gut, ja. Auch gute Idee, ja. Platsch ist so wenig Hundename. Hans-Peter. Das wäre ja was für so einen Fisch. Hans-Peter wird vorgeschlagen. Hans-Peter, oh ey. Heißt nachher Boaty McBoatface. Alrik, es wird... Ja gut, ich lese mir das mal zu. Waldi, genau. Ja, Waldi. Wenn das kein Hundename ist. Was erzählt ihr mir denn? Ich habe ja gefragt, was machen wir jetzt? Ja, Glüthafen steht an. Ach, jetzt doch. Ja. Also Glüthafen steht an und dort werden wir die hochheilige Preiskirche bitten, eine Nachricht abzusenden und sich vorzubereiten auf den schwarzen Sturm, der vermutlich kommen wird. Und wir können Goswin als Eule nicht dahin schicken, was schneller gehen würde. Ich bin jetzt nicht so firm, aber wenn Goswin als Eule sich einer Bandstrahlerunterkunft widmet, plumpst er vom Himmel. Er kann ja einen halben Meter vor der Stadt landen. Also, ich vermute, dass ich alleine die Bandstrahler nicht unbedingt überzeuge. Magier und so? Außerdem ist es auch als Eule ein ziemlicher Weg. Also, ich weiß nicht, ob deine Astralenergie so reicht, ob du bis dahin fliegen kannst. Halb spitzohriger Magier. Was ist denn jetzt aus dem Nebelkönig geworden? Jetzt doch nicht mehr. Wieso ist denn auf der Liste? Also wir reisen erst in die eine und dann in die andere Richtung. Das liegt auf dem Weg. Der Nebelkönig ist der wohnt auf der Halbinsel Niku und da müsst ihr eh durch, wenn ihr nach Glüthafen wollt. Ja, dann habe ich die Hunde wenigstens nicht umsonst besorgt. Also, dein Hund. Ich hoffe, ich krieg noch mehr.
Ich habe über Nacht jetzt ein paar Fallen ausgelegt. Ich hoffe, dass wir morgen im besten Fall plus 3 Hunde haben. Naja. Ein Schlitten wäre schon nicht schlecht. Einen hebtet ihr. Ja. Und du bräuchtest einen für dich alleine bei deinem Gewicht. Was? Es tut mir leid, ich werde keinen Hund zu Schanden reiten, nur weil du hinten auf dem Schlitten stehst. Und vor allem nicht meinen Hund, also meine beiden Hunde. Das ist eine Aufgabe für zwei Hunde. Deine drei Hunde, du hast drei Hunde jetzt inzwischen. Ich habe jetzt drei Hunde. Ja. Gut. Du hast den einen ganz am Anfang, hast du immer schon. Dann hast du einen gefunden, ja. In den Gassen hast du einen gefunden und jetzt hast du einen gefangen gehabt. Okay, dann brauche ich zwei Namen. Er ist mit Katze und Hans-Peter. Willst du sagen, Katze und Wolf. Willst du etwa sagen, ich bin fett? Ja! Guck doch nicht runter. Ich spreche nicht undeutlich. Gut, im Gegensatz zu dir ist jeder fett. Außer ich. Also am späten Nachmittag wird dann der Trek zum der Egeljovs mit eigentlich allen Leuten aus dem Dorf los sich in Bewegung setzen. Und ihr entweder fahrt ihr jetzt mit oder geht mit oder lasst die erstmal alleine ziehen. Dann werdet ihr alleine im Dorf. Ja, wir gehen mit. Da gibt's doch sogar noch einen Silberputter, oder? Ja. Komm mit. Kannst dich anheuern lassen für 5 Silber am Tag, ja. Ja, wenn die Fallen leer sind, dann können wir mitgehen. Ich habe da nichts mehr vor. Gut. Dann startet ihr auf eurem Weg Richtung Norden oder in nordwestlicher Richtung. Und ihr werdet ungefähr... Ja, ihr werdet ein bisschen unterwegs sein. Ungefähr 80 Meilen wird es dauern, bis ihr die Halbinsel durchquert habt. Ungefähr, so vom Maßstab her könnte das hinhauen. Und ihr seid schon eine ganze Ecke unterwegs. Und irgendwann kommt ihr so an das Gebiet, wo Lothir und Ikayu auf jeden Fall wissen. Und Ilva weiß es höchstwahrscheinlich auch. Dass hier so das Grenzland beginnt zu dieser Halbinsel. Wo es anfängt, dass die Leute sich halt Sagen erzählen und so. Wo das offiziell, also in Anführungsstrichen offiziell, das Gebiet des Grauen Königs beginnt. Es sind auch so ein paar Wegsteine aufgestellt auf der Straße, auf der ihr unterwegs seid. Das ist ein kleiner, eher so ein ausgetretener Weg als eine Straße. Die ist auch ganz klar markiert, indem so eine Krone auf den Wegstein gemalt ist, also eingemeißelt ist. Ja, und die passiert ihr dann, diese imaginäre Grenze. Und schon wenige Minuten später beginnt sich ein Nebel zuzuziehen um euch herum. Ihr tretet ein in ein Gebiet, was äußerst nebelig ist. Zuerst ganz leicht und dann mit jedem Schritt, den ihr vorwärts geht, wird der Nebel dichter. Ich werde die Hunde vorausgehen lassen. Weil für den Fall, dass es etwas in diesem Nebel zu entdecken gibt, dann werden die es vor uns bemerken. Unter Garantie. Und da die den Schlitten ziehen, stehe ich halt hinten drauf und lasse den im Schritttempo langsam dann. Dann werdet ihr einige Stunden weiterlaufen noch. Ist inzwischen schon. Ja, dann sollten wir uns vielleicht verbinden, irgendwie mit einem Seil oder so, für den Fall, dass wir einander aus den Augen verlieren. Das ist eine gute Idee. Das könnt ihr machen. Und dann werdet ihr schon ein paar Stunden unterwegs sein und inzwischen kann man nicht weiter als 5 Schritt durch den Nebel blicken. Vor euch erkennt ihr kaum noch die Rücken eurer Gefährten. Hier und da kann man einen Felsen sehen, der sich aus dem undurchsichtigen Grau des Nebels herausschält. Irgendwie
wirkt es so ein bisschen wie so eine Haferschleimsuppe, die Goswin mal in so einer Taverne gegessen hat. Und du hast das Gefühl, du könntest diesen Nebel fast wie diese Suppe mit einem Löffel aus der Luft schälen. Und trotzdem habt ihr immer wieder das Gefühl, dass um euch herum diese grauen Schlieren sich ein bisschen verziehen und irgendetwas mit euch in nicht Sichtreichweite mit euch mitbewegt. Macht doch mal eine Sinnesschärfenprobe. Als ihr am zweiten Tag durch diesen Nebel reist. Oh, das sieht gut aus. Wie viele Qualitätsstufen habt ihr da jeweils? 2 bei Goswin. Wie viel hat Lothir? 8 über, das sind 3, ne? 8 sind 3, ja. Ich habe auch 3. Auch 3? Ach nee, mit dem Umrechnen. Und Ilva? Auch 3. Hat sie gerade geschrieben. Ah, okay, auch 3. Gut, dann habt ihr alle das Gefühl, dass ihr ja beobachtet werdet. Und Ilva und Ikayo und Lothir meinen irgendwo vor euch, dass 2 wie tiefschwarze Augen euch aus dem Nebel anblicken. Und Goswin hört irgendwie ein merkwürdiges Geräusch irgendwie von der Seite, sowas ähnliches wie ein Kratzen von Krallen auf einem Eisblock. Ich halte den Schlitten an. Lothir. Zupf. Lothir. Siehst du das auch? Ja, sehe ich. Was machen wir jetzt? Die Falle auslösen. Bist du wahnsinnig? Schon möglich. Aber es hat nichts damit zu tun, oder wie? Wir sind nicht in böser Absicht hier. Die Augen bleiben trotzdem weiter im Nebel. Ich bin ein Diener der Ifern. Keine Bewegung in den Augen. In diesen. Ja. Wir kommen nicht, um zu zerstören. Wir suchen Rat. Ich wiederhole das auf Istira. Keine Reaktion. Wie reagieren die Hunde? Die sind relativ angespannt. Vorsichtig weiter. Oh, ich will nicht. Ja, also Lothir wird dann langsam ein paar Schritte vorgehen. In Richtung der Augen, oder? Gut. Dann näherst du dich denen und je näher du kommst, desto mehr merkst du, dass es keine Augen sind, die sich das irgendwie, sondern es sind schwarze Stellen auf dem weißen Felsen, wo der Schnee sich von dem Felsen irgendwie gelöst hat. Und die halt durch den Nebel und dadurch, dass ihr so angespannt generell diese Verfolgungsgedanken irgendwie habt und diesen Beobachtungsgedanken, hat dein Verstand dir wohl einen Streich gespielt. Allerdings, jetzt wo du das genauer anschaust, warum sollte genau an diesen Stellen 2 Punkte des Schnees weggeschmolzen sein? Es sieht ein bisschen so aus, als hätte da jemand seine Hand hingelegt gehabt irgendwann. Aber man sieht sonst nichts an Spuren oder so.
Schaust so ein bisschen in der näheren Umgebung und entdeckst tatsächlich, wenn du eine Fährtensuchenprobe schaffst, etwas. Da war was. Was habe ich denn? Okay, das kann ich theoretisch ganz gut. Als Jäger habe ich ein QS mehr. Da. Ich setze einen Schicksalspunkt ein. Okay. Ich schließe zu ihm auf und wenn ich merke, dass er Fährten sucht, werde ich dasselbe tun. Vielleicht kann ich ja helfen. Das sieht viel besser aus, ja. Jetzt, ja, dann habe ich 4 Qualitätsstufen. Oh, das ist sehr gut. Dann findest du mehrere Flecken von geschmolzenem Schnee, auch unterhalb und in der näheren Umgebung dieses Felsens. Das scheinen Abdrücke zu sein von kleinen Füßen. Könnten elfische Füße sein, aber dann müssten die relativ klein sein. Die Elfen, wenn du jetzt die Leichen von den Chakradegar im Kopf hast, die waren relativ klein. Könnte also sein. Allerdings also sind diese kleinen Fußspuren, die du siehst, relativ unregelmäßig. Ja. Und sehr weit auseinander. Also als ob hier jemand herumgehüpft wäre oder so. Oder, ja, hüpfen trifft es schon fast nicht. Also gesprungen schon fast. Aber es sind definitiv zumindest Abdrücke von Schuhen, beziehungsweise oder sind die barfuß? Das sind halt so Spuren, wo halt der Schnee geschmolzen ist, so in einer bestimmten Form. Also das heißt, es ist ein Fußabdruck, mehr oder weniger, ob das jetzt ein Barfuß ist oder ein Stiefel, ist schwer zu sagen. Ist halt mehr oder weniger eine geschmolzene Schneestelle. Hier ist jemand gehüpft oder gesprungen. Hier kommt auch noch so in Erinnerung diese Chimären, die sie dabei hatten. Wenn dies, kann auch sein, dass wenn die so große Abstände haben, vielleicht eines dieser Spinnenwesen oder so. Ja. Oder eine Harpie. Mach dann mal so eine Geste nach hinten zum Folgen, zum Weitergehen. Mhm. Siehst du das? Schließt man neben dich auf? Ja, da sind definitiv Spuren. Mit 3 Erfolgsstufen werde ich nicht so viel sehen. Ja, wirst du dasselbe du, aber ungefähr das sehen. Ja, also. Die Schrittlänge. Da ist jemand gesprungen. Mehrfach. Aber hier oben ist es ein bisschen zu hoch für ihr. Oder Hirsche. Vielleicht ein paar dieser seltsamen Kreaturen, die Schwarzgerüsteten dabei hatten. Oh ja, mach mir Mut. Goswin kann nochmal eine Sinnesschärfenprobe ablegen. So, ne, schleicht mir mal eben meinen Schicksalspunkt nicht vergessen. Das sieht gut aus. 3 Qualitätsstufen für Goswin. Dann, du bist auch gerade in dieser Situation, wo Lothir und Ikario gerade vorne die Spuren suchen, irgendwie angespannt und schaust dich nochmal um. Und hast dann das Gefühl, dass, wo hast du das Amulett denn verstaut? Das habe ich auf jeden Fall um. Dann hast du das Gefühl, dass es dir so, dass unter deiner Kleidung so auf Höhe des Halses irgendwie wärmer wird. Mhm. Ich probiere so ein bisschen aus. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück. Wird es dann wieder kühler? Nee. Das Amulett reagiert. Ich hole das mal so raus. Es leuchtet jetzt auch weißlich. Das ist nicht stark, aber es leuchtet. Hat es vorher nicht gemacht. Zumindest hast du es noch nie gesehen. Aber auf was reagiert es? Auf den Stein? Ich schätze mal auf die Spuren. Das scheint so, als würde das eine Art Präsenz oder so fühlen. Das kann gut oder sehr schlecht sein.
Möchtest du uns den Spuren nachfolgen? Ja. Na, dann geht's voran. Auf jeden Fall mal versuchen. Je nachdem, wie weit ich ihn folgen kann. Ich würde die mal entlang krabbeln, quasi die Spuren, wo die so lang führen. Ja, die Spuren führen quasi den Weg lang, auf dem ihr eh geht. Okay. Die anderen sollen mal in einem gewissen Abstand folgen. Ich schlage gehen vor und sehen mal, was uns da erwartet. Sie hören dann irgendwann, biegen sie ab und dann endet die Spur quasi an so einer riesenhohen Steilwand, wo an dessen Höhe du gar nicht hingucken kannst, weil der Nebel ja alles über 5 Meter Sicht verschluckt. Die sind wohl geklettert. Oder geflogen. Ja. Geht ihr weiter den Weg lang oder wollt ihr auch hinterher klettern? Goswin, willst du es riskieren, hochzufliegen, wenn du im Nebel was sehen kannst, meine ich? Ich bezweifle, dass ich im Nebel was sehen kann, aber ich kann ja trotzdem mal hochfliegen. Wie hoch ist die Steilwand? Kannst du nicht ausmachen. Wie gesagt, du kannst nicht sehen, wie hoch die ist. Irgendwann ist halt der Nebel da. Mag mich mal jemand hochheben? Flupp. Hilft nicht viel. Bist halt einen Meter größer, aber... Naja, also ich kletter dann mal so auf die Schultern und guck mal, ob die Steilwand vielleicht da... Nicht zu, ist nicht zu Ende. Ziemlich hoch. Sehr scharfsinnig, Herr Magister. Jahrelange Ausbildung musste ja auch für was Nutze sein. Weißt du was? Du kannst fliegen, ich werde klettern. Gut. Er legt den Mantel ab, damit er nicht so schwer ist. Und dann kletterst du da hoch. Genau. Dann mach mal eine Kletternprobe, um einen erschwert, weil in diesem dichten Nebel eine Wand, Steilwand hochzuklettern, die du nicht kennst, ist wirklich schwierig. Sagt, ich bin halt neugierig, also. Ha, la, 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 la. Nein. 17.3.21 wäre das dann jetzt. Warte. Ich muss mal gucken, ob klettern geht. Ich möchte einen Schicksalspunkt einsetzen. Ja. Würde ich dir raten. Das habe ich nur von meiner Großmaligkeit. Das sieht besser aus. 5, 6, 7. Das ist eine kleine Straße. Und damit habe ich 3 Erfolgsgrade beim Klettern. Ja, dann schaffst du es, die Wand ist tatsächlich sehr hoch, aber du schaffst es, du brauchst relativ lange dafür, aber du schaffst es, da hoch zu klettern. Kannst die anderen dann nicht mehr sehen, irgendwann verschwindet Lothi halt im Nebel und ist nicht mehr zu sehen. Klettert wie eine Gebirgsziege, in total, auch ziemlich schnell. Man hört noch so die Klettergeräusche von ihnen und sie hallen merkwürdig in der Umgebung wieder. Und Lothier kommt oben an und findet oben tatsächlich noch ein paar Spuren, die weiterführen. Du bist gemutet, glaube ich, wieder. Von der Dauer her, wie lange ich geklettert bin, kann ich schätzen, wie hoch das war? Du bist ungefähr 2 Minuten bestimmt irgendwie schon geklettert. Also es ist schon ziemlich hoch.
bist aber auch sehr langsam geklettert, weil du sicher gehen wolltest, dass, dass du nicht abrutscht. Und den meisten werden schon die Finger abgerutscht. Also hier oben sind noch Spuren, sagst du. Ist hier oben auch Nebel oder bin ich quasi über der Nebel? Überall ist Nebel. Eine dicke Suppe. Ist nicht nur um euch rum, sondern in der ganzen Gegend. Anscheinend. Oder du hast sie mitgebracht, das kann natürlich auch sein. Perfekt. Ja. Dann das Dämliche ist, blind in den Nebel hineinzulaufen. Ich beug mich mal an den Rand. Könnt ihr mich hören? Ja, es halt so ein bisschen runter. Aber ihr könnt ihn hören. Ja! So ziemlich das Lauteste, seit irgendwie ein paar Kinder irgendwie geweint und irgendwie sich unauffällig gemacht haben. Hier der Track allgemein ist nicht sonderlich leise. Hier gehen die Spuren weiter, weiter. Genau, es halt weiter, weiter, weiter. Das ist ja schön, aber wie sollen wir die Hunde da hochkriegen? Tiefer in den Nebel. Nebel, Nebel, Nebel. Kannst du ein Seil runterwerfen? Klar. Nur mal so eine Frage. Arge, wie sollen wir den Schlitten da hochkriegen? Und die Hunde. Wir gehen ja nur erstmal vor und gucken. Gucken. Ich würde mir da eine gute Position suchen, mir das Seil, damit ich das Seil auch gut halten kann, dann würde ich halt, ich nehme an, dass Goswin oder so als erstes hochsteigen will, dass ich den hochziehen kann. Ja, vorher sage ich noch, Ilva, kannst du mich auffangen, wenn ich falle? Muted? Ja, natürlich kann ich dich auffangen, hallo? Ob ich das auch mache, ist eine andere Geschichte. Hat nur gefragt, ob du kannst. Ich kann, ja. Fragen, scharfes Antwort. Wow. Haha. Ich hätte gekonnt. Na gut, dann versuche ich mal an dem Seil hochzuklettern. Mhm. Ja, eine Kletternprobe. Ich hatte gehofft, ich komme drumherum. Nee, ist auch nicht erschwert um eins, weil es ein Seil. Toll. Ah, die guten Proben. Wenn man sie braucht, kommen sie. Ne? Oh ja. Alles klar, geschafft. Ist der Goswin auch oben? Möchte noch jemand hochklettern? Eigentlich bei den Hunden. Auch voll los hochzugehen. Na dann. Ja, dann geh hoch. Ich bleib bei den Hunden. Ich muss gerade erstmal gucken. Also die letzten, paar Zentimeter zieht er dich dann hoch, wenn er halt so hört, dass du dich näherst. Ja, du lass mich doch erstmal eine Probe würfeln. Ich muss doch Goswin erstmal. Ach, Goswin. Ich dachte, ich musste erstmal meinen Kletternwert suchen und finden in meinem Bogen. Ah, da ist eine 18. Da ist eine 18. Moment, was ist das? Fällt da eine Ilva etwa an das Seil runter? Ja, aber die letzte ist Körperkraft. Ach. Easy peasy für Ilva. Ja, ich habe da auch noch Punkte einzusetzen. Das klappt. Ich kriege geschafft die. Okay. Wie ein Äffchen. Oh. Okay, dann seid jetzt drei Leute oben und Ikayo bleibt unten. Ja, einer muss ja auf den Schlitten aufpassen. Mhm. Und du? Ja. Lothar dreht sich zu euch um, deutet hinter sich, da. Geh vor. War ja klar. Du bist der Spurensucher. Ja, was soll ich gegen diese Argumentationskette sagen? Er zieht den Bogen, legt einen Pfeil auf. Ich heb die Arme. Hey, ich hab nur gesagt, dass du vorgehst. Spreng! Ja. Grinst und macht sich dann an die Spur.
die weiter zu verfolgen. Ja, geht dir ein bisschen weiter, sehr schroffes, anscheinend irgendwie ein Felsplateau oder sowas. Und macht nochmal eine Sinnesschärfenprobe, erschwert um 1 wegen dem Nebel. Oh, sehr gut bei Goswin. Auch bei Lothir mit 15, ja. Die 19. Ja. Aber zumindest kann ich schon mal sagen, ihr habt es, zumindest zwei von euch müssen es eigentlich geschafft haben. Weiß bei zwei Eva, QS habe ich noch. Zwei QS habe ich noch. Geschafft habe ich es auch, aber ich muss halt noch mal eben einmal rechnen. Ich glaube, ich habe noch zwei Punkte. Wenn du es auf jeden Fall geschafft hast, dann wird eine QS. Werdet ihr eine Gestalt hinter einem Felsen im Nebel kauern sehen. Ich mache dann so das Zeichen zum Halten. Ja, keine Ahnung, was er da für ein Zeichen macht, aber scheinbar hat er was. Macht euch bereit. Eid, Eid, Eid. Hey da! Es gibt ein schabendes Geräusch und die Gestalt schält sich quasi aus den Nebelschwaden hervor und ihr seht violettfarbene Augen, die euch anfunkeln. Unter einem Helm aus schwarzem Metall, schwarze Rüstung mit einem großen Säbel, deutet er in eure Richtung, macht ein fauchendes Geräusch und tritt dann schnell ein paar Schritte zurück, dass er wieder im Nebel verschwindet. Sobald ich den sehe. Pfum. Ja, mach ruhig eine Attacke. Ich bin das ist ja so ein halber Blindflug, aber vielleicht gibt es hier eine 1. Mhm. Ach, nicht 3, die 20, ich bin auch schon. Ich schieße gleich 3 Pfeile, weißt du, so aus Sicherheit. Ja, getroffen hätte ich. Okay. Dann versucht er mal auszuweichen. Wo habe ich denn meinen Discord hier? Nee. Das heißt, du darfst Schaden machen. Okay. Es wird dafür, dann wird es auch umso schneller sein, dass er sich zurückzieht wahrscheinlich. Passt ganz gut. Oder sie. Kann auch eine sie sein. Wer weiß das schon so genau. 12. Mhm. Ja. Du hörst den Schuss, du hörst, wie es irgendwie einschlägt irgendwo, du hörst ein kurzes fauchendes Geräusch und dann wendet die Gestalt sich schnell um, kauert sich ein bisschen so zusammen und im gleichen Augenblick irgendwie verschwindet sie 2 Schritte im Nebel. Goswin? Mhm. Kannst du was wahrnehmen? Magisch oder so? Oh. Ja, Oculus Astralis. Is. As. Jau! Au. Das dürfte eine Qualitätsstufe sein. Ja. Was machte der Zauber nochmal genau? Das ist quasi das, was viele Leute immer früher als Odin benutzt haben, auf Sicht. Also ich kriege jetzt quasi eine Magiesicht. Mhm. Ja, dann wird auf jeden Fall, also das Ganze, quasi überall um dich rum ist Magie. Du bist fast blind dadurch. Und ja, direkt vor euch siehst du außerdem auch irgendwie so einen Fleck, der sich davon aber noch abhebt. Also meine erste Reaktion, wow! Ja. Also das sieht ein bisschen danach aus, Goswin, als du in der Akademie irgendwie gewesen bist, irgendwie wo in so Übungsräumen, wo dir die Professoren damals zeigen wollten,
dass man diesen Zauber nicht einfach nur schnell, ohne Bedacht einfach nur so benutzen sollte. So ungefähr sieht es aus. Also, man hat Übungsräume, genau. Ja. Jetzt sind wir hier direkt im Feld, also keine Zeit, um nachzudenken. Ich zeig direkt auf den Fleck. Aha, er zeigt dir deine Richtung, okay. Ja. Hinterher! Und dann marschiere ich hinter meinem Finger. Mhm. Okay, ich marschiere hinter Oswald und seinem Finger her. Also ja. die Magiesicht ist jetzt nicht so viel besser als die Sicht im Nebel, weil einfach alles um dich herum irgendwie magisch wirkt. Nicht so viel besser ist besser, also. Ja. Also die Veränderung ist marginal, sagen wir mal so. Für meinen Arm. Ja. Arm. Also Arm. Ich sag dir halt ziemlich genau, wo du hinschießen sollst. Schieß dahin! Dann schieße ich mal dahin. Genau, meine Armesverlängerung. Sie gibt mir eine Erschwerung. Plus. Keine Ahnung, wie Bogenschießen funktioniert. Fulminictus trifft immer. Keine Ahnung, 15 oder so? Einfach ins Blaue reinschießen? Ich habe doch jetzt zumindest eine Richtung. Ja, irgendwo eine Richtung, ja. Es ist kein Blindschuss mehr. Es ist nur noch ein halber Blindschuss. Ja. Also ich hätte irgendwas getroffen, rein vom FK-Wert her, aber ui. So treffe ich nichts. Ja, ohne das Ziel zu sehen, ist ein bisschen komisch, ja. Verfolgt seine Spuren, das ist das Sicherste. Ja. Ja, ich folge den Spuren, dann kann ich aber nicht schießen. Du kannst so auch nicht schießen! Was soll ich denn machen? Bin ich ein Magier oder ein Gott? Du kriegst so einen Seitenblick. Die Spuren enden auf dem Plateau an einer weiteren Steilwand, die nach oben geht. Na! Ah! Er brüllt so wirklich einmal. Ah! Die Kaju hört irgendwo aus von da oben. Ah! Und dann flucht er mit Sicherheit auf Alaani ziemlich übel vor sich hin. Also auf Russisch. Das klingt bestimmt böse. Ihr hört dann jetzt irgendwie Geräusch, so ein schabendes Geräusch von über euch. Und dann schießt euch ein Pfeil entgegen. Und schlägt kurz vor Goswin in den Boden ein. Ja, ich weiß. Es ist über uns. Wirklich so vollkommen trocken. Wir ziehen uns zurück. Im nächsten Augenblick, als ihr euch gerade umdreht, könnt ihr so einen schwarzen Schemen über euch im Nebel erkennen. Der schnell größer wird. Okay. Macht mal alle eine Körperbeherrschungsprobe. Genau, ja. Ilva, was machst du denn da? 20 Würfel. Aber Körperbeherrschung kann Ilva, glaube ich, ganz gut. Hast du es noch geschafft? Gut. Hat gereicht, glücklicherweise. Geht auch nur um geschafft oder nicht geschafft. Also ihr könnt gerade noch so zur Seite springen und die schwarz gerüstete Gestalt mit einem Bogen in der Hand und einem umgeschnallten Säbel schlägt vor euch auf den Stein auf und liegt vor euch mit einem Pfeil irgendwie in der Brust steckend noch und komisch verdreht. Und der Pfeil ist abgebrochen, ist aber noch als Lothiers Pfeil erkennbar. Für mich ist jetzt relevant, wie viele Tage wir schon unterwegs sind seit Frieso. Zu 2,5 Tage. Alles klar, dann regeneriere ich mich.
Ja, Chris, generell. Bewegt die Gestalt sich noch? Nein. Okay. Ich steck den Bogen weg, nimm den Speer in die Hand und stupp die mal an mit dem Schaft. Keine Bewegung. Danke. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die Gestalt ist ausgerutscht und gestürzt oder jemand hat nachgeholfen. Also gestürzt und vorher noch einen Pfeil abgeschossen und den Säbel gezogen? Darum habe ich mich mal freundlicherweise bedankt. Ja, okay. Alles in Ordnung, 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 Ordnung. Hallo? Lebt ihr noch? Ja. Dann macht ihr euch gerade auf dem Weg zurück zu, oder wo wollt ihr jetzt hin? Ja, und wir schleppen den Typen mit, ne? Ja. Zieht den so hinter euch her. Und auf kurz vor der Kante, wo ihr runterklettern müsst, zu Ikayo ankommt, schält sich vor euch eine Gestalt aus dem Nebel. Ja, das ist nicht ganz richtig formuliert. Eher formt sich der Nebel aus vor den Felsen zu einer Gestalt. Und zwar kann ich euch die eben mal ins Google Doc reinziehen. Ups. Ja, müsste jetzt ja sichtbar sein und für die Zuschauer blende ich sie auch mal ein. Das heißt, die Gestalt einer Frau mit schlankem Körper, die auf euch zuzuschweben scheint und sich immer mehr aus dem Nebel manifestiert. Ihr Körper ist entblößt, trotz der Kälte, die hier immer noch herrscht. Und ihre Beine lösen sich in frostigen, nebligen Schlieren auf. Nebelgraues Haar fließt ihr über ihre Schultern und umspielt ihre eindeutig weiblichen Formen. Aus ihren Augen scheint ein kaltes, aber vertrauenerweckendes Licht. Und ihre Lippen formen sich zu einem zaghaften, fast schüchternen Lächeln. Lothir glotzt. Das ist die erste Reaktion, die er macht. Ich sehe nichts. Nebel. Nee, du kriegst das nicht mit, egal, ja. Ifern zum Gruße. Scheint nicht, lächelt halt. Ich probier's nochmal auf Istira. Sanyasala. Fayama. Ich guck dich verwirrt an. Dann bewegt die Gestalt ihre Lippen, als wäre sie sprechen würde, aber ihr hört nichts. Ich hole mal das Amulett raus. Ja, das ist wieder ganz normal, also glüht inzwischen nicht. Oder so. Und dann kommt irgendwo, ihr habt das Gefühl, irgendwo irgendwie so ein Säuseln im Wind oder so im Nebel oder so zu hören, von ganz weit weg, hört ihr dann ein Auch du willkommen. Welche Sprache? Du hast in der Sprache gehört, die du am besten verstehst. Jeder so. Ich bin Lothir. Sie nickt, die Gestalt. Das weiß ich. Lothir, Lothir, Lothir. Ich. Dann kommt irgendwo aus dem Nebel wieder dieses ganz leise Whispern oder Säuseln, wie man es auch immer nennen mag. Ich bin die Tochter des Grauen Königs und auf der Suche nach euch. Lothir klopft Goswin richtig herzhaft auf die Schulter. Ich höre einen Schmerzensschrei. Au! Das ist ja großartig! Ja, aber das ist gleich gefertigt. Ja.
Wie ist dein Name? Keine Antwort. Okay. Ich bin die Tochter des Grauen Ikayo. Königs. Ikayo kriegt mit, wie ist dein Name? Ikayo? Hallo? Ja, wir waren auf der Suche nach deinem Vater. Sie nickt. Gosven, ich glaube, das ist deine Sache. Kannst du uns zu deinem Vater führen? Dann bewegt sie wieder Lippen und irgendwie ein paar Sekunden später hörst du dann wieder durch den Wind dieses Säuseln. Ich kann euch an einen Ort der Reue und Einsamkeit bringen. Erwartet dort, nichts ahnend, der zu meinem Bündnis bereit ist, ohne zu wissen. Fragender Blick zu Gosvin, dann ein, das klingt großartig. Geht so. So, wirklich so ein, also, Ikayo sollte vielleicht noch mitkommen. Ja, die fühlt sich mittlerweile so ein bisschen verarscht. Also erst fragt man, wie sie heißt, dann fragt man nach ihrem Vater, sie kommt gar nicht mehr, dazwischen sind immer wieder Schmerzensschreie, so als hätte sie darum abgeschlachtet. Die sitzt trotzdem im Mund und denkt, ich bin wohl die Einzige, die übrig geblieben ist. Und nein, jetzt. Gosvin hatte ja eben auch das Amulett rausgenommen und sie lächelt halt irgendwie so in deine Richtung, zeigt da so ein bisschen drauf. Als sie ja eben euch von dem Bündnis erzählt hat. Ja, für uns dahin. Dann hörst du wieder so aus dieses Wispern, dies ist dein Licht des Himmels, nicht wahr? Ja, das ist es. Sie wurden geschaffen von jenen, die aus dem Licht in unsere Welt kamen. Sie sind Teil eines Ganzen, geschmiedet zum Bündnis von Alf und Wolfsmensch, vor Äonen, gegen eine neue Gefahr, ein neues Bündnis. Gegen welche Gefahr? Es gibt Licht, Nebel und Dunkelheit. Der Feind ist die Dunkelheit, geboren aus Chaos und Schwärze am Grunde der Ozeane. Aber er hat sich losgesagt und gewandelt. Sein Lied ist strill und verderblich. Die schwarze Flut. Und Licht und Nebel kämpfen zusammen gegen die Dunkelheit? Macht so eine einladende Geste. Ikayo, kannst hochkommen. Wir haben die Tochter des Nebelkönigs gefunden. Ist ja toll, wir stehen immer noch vor demselben Problem, du Idiot. Wie kriegen wir den Schlitten da hoch und die Hunde? Und wir gehen jetzt an einen Ort zu der Einsamkeit. Und der Reue. Oder ich gehe woanders hin. Eise. Eise, Eise, Eise. Never split a party, ja. Jetzt mal ernsthaft, hat Ikayo niemanden, dem sie die Hunde übergeben kann? Für kurz? Wir sind mitten im Nebelfeld! Am Axt! Vor der Steinwand! Naja, der Track ist ja noch da, ne? Also. Gib die Hunde einem der Hundeführer und komm hoch! Schwingt dann die wesischen Hinterbarob. Ich lasse meinen Hund nicht zurück. Hallo? Thank you.
Leute, die nur ihre Götter kennen, ihre Magie, keine Verpflichtung zu lebenden Wesen, überhaupt Sozialfähigkeit haben die alle auch nicht mehr. Du kannst die Aliska an dir festbinden. Weißt du, was ich vorhab? Danke für den hilfreichen Vorschlag. Gerne doch. Och, oh. Wann ist die schlecht gelaunt in letzter Zeit? Ich drehe mich in Richtung der Tochter des Nebelkönigs. Manchmal ist Ikario auch besser gelaunt. Erntest ein Lächeln. Tippe so Ilva an. Ich glaube, sie mag mich. Ihre Haare spielen auch irgendwie so, als wenn Wind herrschen würde, ist aber kein Wind. Sie geht jetzt irgendwie so ein bisschen, also der Nebel hat sich ja quasi in sie geformt. Das heißt, er ist an der Stelle, wo er jetzt gerade steht, sehr, also nicht mehr so dicht. Und sie bewegt sich so Richtung Klippe, also wo ihr runterklettern wolltet, und schaut so nach unten. Und wird dann. Die Kaju und. Ja. Und das war's mit die Kaju. Quasi den von Lara übergeben und den Schlitten. Ja. Und mir ihr quasi das Versprechen abbringen, sehr gut auf meine drei Neuzugänge aufzupassen. Mhm. Auf Waldi, Katze und Hans-Peter. Besonders auf Hans-Peter, weil der ist ein Sensibelchen. Und, also du hast nur zwei neue Hunde, ne? Also du hattest deinen Hund und zwei neue. Ja. Insgesamt drei. Dann nur Waldi und Hans-Peter, obwohl ich Katze auch gut finde. Ich muss mir dringend noch einen dritten Hund besorgen. Oder einen Fisch oder so. Fisch namens Katze. Vielleicht gibt es ja auch so ein Nebelkaninchen, weißt du? So ein magisches Tierwesen, was so ein Nebelkaninchen ist, was man nur sieht so morgens und abends, und das nenne ich dann Katze. Oder Hans-Peter. Also ich verlange jetzt mal keine Kletternprobe von dir. Du wirst es wohl irgendwie schaffen, hoffentlich da hoch. Ich binde mich an dem Seil fest und binde meinen Hund an mir fest und dann lasse ich mich zur Not hochziehen. Ja. Und Du bist ja ganz schön fett geworden. Die Tochter des Nebelkönigs wird euch dann auf diesem Plateau, das umgeht quasi wie so ein Weg, quasi so ein wie nennt man das? Zum Pfad am Berg lang. So, wie nennt man das? Weiß ich nicht. Wo halt an einer Ecke halt die Klippe ist, an der anderen Ecke der Abgrund. Bergpfad, eine Serpentine. Ja, ja, genau sowas. Aber ihr wisst, was ich meine. Mir fehlt das Wort jetzt nur. da geht ihr entlang und plötzlich spürt er eine heftige Böe von Wind, der euch entgegenweht, als ihr der Tochter hinterherlauft. Und sie beginnt sich in dieser Windböe aufzulösen. Und der Nebel verschwindet mit dieser Böe und der Tochter des Nebelkönigs. Und vor euch liegt ein großes Plateau. Und ihr seht zahnähnliche Basaltsäulen, die sich auf diesem Plateau nach oben richten. Sieht schon fast wie ein Bauwerk aus. Und zwischen diesen Säulen seht ihr eine Art Rinne, die in einen Kessel führt, wo Wasser ist, das offenbar nicht gefroren ist, was bei diesem Wetter relativ merkwürdig ist. Der Wind peitscht euch weiter entgegen und macht so kleine Wellen auf dem Wasser. Und die Steinsäulen werden davon umspült. Und sieht quasi so aus, als wäre da ein Bauwerk innerhalb eines künstlich angelegten Meeres. Ja, mir ist das sehr, sehr recht, als die Nebelkönigin-Tochter sich auflöst, weil ich habe eine Heidenangst vor der, weil die sieht aus wie ein Geist. Ja, bewegt sich auch ungefähr. Und ich finde die sehr, sehr freakig. Ja. Und ihr könnt noch mal eine Sagen- und Legendenprobe machen. Das kann ich so besonders gut. Okay.
Wenn einer eine Spezialisierung hat für Hoher Norden oder Rondra, kann er das mal sagen, dann kriegt er nämlich eine Erleichterung. Nein. Ich entscheide mich für ein spontanes Nein. Nein, ich auch nicht. Und dafür nehme ich jetzt keinen Schicksalspunkt. Zwei bei Goswin. Und Ilva? Gemutet. Immer noch gemutet. Ja, nein. Nein. Lass mich doch erstmal rechnen. Ich muss hier zwischen den ganzen Sachen hin und her schalten machen. Ja, was weiß ich doch nicht. Ja, du sitzt da mit zwei Bildschirmen und ich muss hier hin und her klicken und dann zwischen Charakterbogen und vergleichen und weiß ich ja, was. Ja, aber das weiß und ich rechnen. Doch. Das weiß ich und doch nicht. Dann kannst du doch sagen, warte einen kurzen Augenblick. Dann warte ich einen kurzen Augenblick. Echt. So. Gut. Dann hat es nur einer geschafft, sehe ich. Das ist richtig. Dann weiß der Goswin etwas, nämlich, dass hier einst ein großer Krieger namens Caridas wohl gelebt haben muss im hohen Norden, der heldenmäßig stark und gewandt war und in zahllosen Liedern besungen worden ist. Er soll einen einsamen Tempel der Reue in der Bernsteinbucht errichtet haben. Das passt zu dem, was die Tochter euch gesagt hat. Und das Gebäude aussieht wie ein Tempel, schießt dir diese Geschichte gerade in den Kopf. Die Hauptquelle dieser Legende ist das Werk Donnerhall und Luchsenschnelle, die Senne des Nordens, und ist ungefähr ja, von 470 Bosporansfall, also so ein sehr, sehr lange, also sehr alt. Darin wird berichtet, wie dieser Recke auf der Suche nach neuen Herausforderungen in die Bernsteinbucht gezogen ist und dort auf dem Rücken eines Wolfes auf die Bucht und das fordernde, schreckliche auf diesem Rücken des Wolfes in die Bucht geritten und forderte ein schreckliches Geschöpf zum Kampf. Und zäh war das Ringen, aber nach 4 Tagen hat er gesiegt und er baute zu Rondras Ehren einen Tempel. Also entweder war der Krieger besonders klein oder der Wolf besonders groß, auf dem er geritten ist, ja? Ja. Na gut, Legende. Und wenn du das so jetzt so erzählst, dann wüssten auf jeden Fall Ikayu und Lothir, dass man oft auch die Halbinsel Niku auch als Wolfskopf bezeichnet im Volksmund. Ach, der Wolfskopf. Ja. Gruselige Gästelidee. Und wenn ihr euch den. Wenn ihr euch. Komm in Norden und erzählt denen erstmal was von ihren Mythen. Ja, das ist ja keine richtige nordische Mythe, also Mythos. Also, das ist jetzt nicht so irgendwie so, das ist ja irgendwie. Karabin Ingrim. Das will immer Nadistan. Ist halt eine Rondra-Legende, ne? Ja. Und wenn ihr den Rand dieses Talkessels dann durchschreitet und die Pfeiler abschreitet, erscheinen sie euch immer noch wie bröcklige Zähne eines Ungeheuers, was auch zu dieser Legende passen würde, wenn das Ungeheuer ja hier erschlagen worden sein soll. Dann erkennt ihr oben auf der hohen Zinne das Gebäude, gedrungen und spitzbiblig liegt es zwischen den scharfkantigen Basaltsäulen, wie ein Knochenrest zwischen Mahlzähnen eines Monstrums. Es ist gänzlich schwarz wie das Gestein der Umgebung und wirkt so trutzig, dass es wohl jedem Sturm, ob Eis, Luft oder Wasser, mit eherner Kraft widerstehen kann. Und bevor wir dieses Gebäude näher untersuchen, machen wir einen Cut. Denn wir haben es schon 41 und nicht 30, wie wir eigentlich angepeilt hatten. Und in 2 Wochen geht es dann hoffentlich weiter mit der Erkundung des Tempels der Reue. Und ich bedanke mich bei allen, die zugeguckt haben, wann auch immer das ist. Und bei allen, die mitgespielt haben natürlich, weil ohne euch wäre es nicht möglich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.